Mir fällt auf, ich bin heuer das erste Mal hier im Heisel. Wirklich? Ja, das erste Mal. Dann ist aber Zeit worden. Ja, weil ich war ja immer draußen. Ich habe ja immer alle rausgeholt. Euch nach der Reihe und dann dich und so und überhaupt. Sind überhaupt schon alle da? Schau mal raus. Warte, schau mal schnell. Schau mal. Ja, ich glaube, es schaut gut aus. Hm. Tatsächlich, sind alle da. Komm, dann geh mal raus. Ja. Hallo, herzlich willkommen zu den Oktoberfestspielen 2018. Es ist Tag 5. Ja, servus, grüß euch auch von mir natürlich. Ich freue mich. Heute ist nämlich mein erster richtiger Tag als neue Moderatorin. Und ich habe das an einer Sache heute schon gemerkt. Und zwar steht jetzt auf meinem Mikro mein Name. Tatsächlich? Da steht Karin drauf. Das ist der Hammer. Sonst ich war stand so stolz da vor. Mod 2 stand da sonst. Mod 2. Ja. Jetzt steht da Karin. Ja, schön. Aber auch sonst hat sich schon einiges getan. Gell? Du kriegst ja Freundschaftsanfragen. Gestern Abend waren es 401 Freundschaftsanfragen. Ja, das stimmt. Bei Facebook. Ja, ich freue mich immer sehr. Das geht ja voll durch die Decke. Ich sag dir was, du bist hart am Fame. Meinst? Ja. Ich merke den Fame schon fast. Wollen wir uns setzen oder wollen wir erst mal Hallo sagen? Hallo München! Servus, grüß euch. Oh, ja, ist recht, es ist Mittwoch. Ja, wir probieren es nochmal. Hallo alle zusammen. Hallo. Ah, jetzt sind's wahr. Jetzt wird schon besser. Ja, jetzt wird's schon besser. Danke. Oh, grüß Gott. Dankeschön. Habe die Ehre. Du hast letztes Jahr von mir Schneeball gekriegt. Ich weiß noch heute noch nicht, ob der dich geschmeckt hat. Sehr gut war's. Ich mag ja sowas. Die Cheaterin hat's nicht mehr. Ja, aber ich friss alles zusammen. Ja, ich friss alles zusammen. Alles klar. Ja. Ich möchte mich revanchieren. Ah. Mit einem Herzl. Bitteschön. Dankeschön. Ganz ein Fäschi. Das ist nett, danke. Das ist ein Fäschi, gell? Ja. Was? Du darfst nicht euren Alex reden lassen. Du musst mich interviewen. Ach so. Ich muss sie interviewen. Ja, das stimmt. Wie heißt denn du? Ich heiße Georg. Georg? Aus Österreich. Aus Österreich? Fragen dann. Wo kommst du her? Warum bist du da? Wo in Österreich? Also ich bin aus Salzburg, weit im Süden, aus Gastein. Öfter schon auf der Wiesn gewesen und heute eben auch. Oftmals ein Alleinunterhalter, weil er stellt die Fragen, die er auch gleichzeitig beantwortet. Das ist sehr gut, weil dann brauche ich ja gar keinen. Gell? Da hast du wieder nichts zum tun. Nein. Okay, jetzt bist du dran. Danke. In Salzburg ist es voll schön, da habe ich mal gewohnt. Geil. Ja, ist auch eine schöne Stadt. Waren jetzt die Festspiele, waren da herzen. Und der EU-Gipfel war, 28 Regierungschefs. Ja, Wahnsinn. Gegangen ist. Da ist immer was geboten. Schön, Georg, dass du da bist. Und einen schönen Abend. Vielleicht möchte noch jemand grüßen. Magst du noch jemanden grüßen? Eigentlich nicht. Das klingt aber so komisch im Fernsehen, wenn man wem grüßt, wenn man so die ganze Welt grüßt. Und nein, eigentlich überhaupt nicht. Ich bin froh, dass ich da bin und es ist schön. Ich wünsche euch einen schönen Abend auch noch und ja, weiterhin alles Gute. Dir auch vor allem. Danke, Georg. Nett, der Georg aus Salzburg. Georg, ja, so nett. So nett, wie er es gerade allemal macht. Wir schauen jetzt zu den HB-Geschichten, weil nämlich doch der Max, der hatte gestern Geburtstag. Der Max ist der Küchenchef unten. Okay. In der Küche. Ja. Der Küchenchef. Ja, ja. Und der hatte Geburtstag. Und da machen die immer was. Da machen die immer was. Und schau, auch in diesem Jahr haben sie was gemacht. Da bin ich gespannt. Damen und Herren, wir werden heute Zeuge einer der größten Feiern im Hofbräufestzelt. Schauen Sie, dieser Mensch, der wird nämlich heute ein Jahr älter, als er letztes Jahr geworden war. Max, der Küchenchef oder Masamba heißt er auf seinem ortsüblichen Dialekt. Ich muss ein bisschen zurück. 50 Jahre, man sieht es so, weil natürlich eine dunkle Hautfarbe. Ganz und lauter Gäste kommen herein und alle freuen sich mit ihm. Der Wirt, seine Mutter freuen sich mit. Ich finde das immer so gut, weil wir oft nicht wissen, was geht in seinem Küchenchef vor. Der hat es dann wahrscheinlich schon den ganzen Tag befürchtet, dass irgendwann mal seine Küchenarbeit gestört wird. Und dass er dazu nichts mehr kommt, aus Geschenke zu übernehmen. Schauen Sie nur, wie schön Sie spielen, dieser Spatzen.
Und jetzt ruht die Arbeit in der Küche. Und alle klatschen und alle schauen und staunen. Muss ich mal Führer geben, haben wir vorbei rufen. Wie ist das? Freust du noch? Oder ist das eher Stress, wenn die dann praktisch den ganzen Kühlbetrieb zum Erliegen bringen? Nein, das ist irgendwie schon. Das ist irgendwie schon. Das man schon einfach die ganze Mannschaft mit gratulieren. Das ist schon langsam Grabenbart, oder ist das Querb? Ja, aber solange keine Faltung kommt, ist kein Problem. Dann werden wir mit diesem Happy Birthday to you zurück in unser Wiesnstudio. Alles Gute auch von uns zum 23. für den Max. Das ist einfach was Schönes, wenn man zum Geburtstag ein Standteil gespielt kriegt. Wie ist denn das eigentlich auf der Wiesn oder während der Wiesn Geburtstag zum haben? Ja, das werde ich, glaube ich, heuer noch feststellen, wie das sein wird. Hallo, die Karin, die hat nämlich am Sonntag, nicht diesen, den letzten Wiesensonntag, am 7. Oktober, hat sie nämlich Geburtstag. Könnt ihr euch alle mal was einfallen lassen? Vielleicht Post hierher schicken, Grußkarten oder so. Gebt Stofftiere ab. Oder was weiß ich was Boxershorts. Alles. Boxershorts. Ja, ich warte seit drei Tagen auf meine Boxershorts. Das war doch ein gutes Geburtstagsgeschenk. Zum Beispiel. Ja, da hat er mich gefallen. Eben. Übrigens, ich glaube, darüber freust du dich auch. Gestern waren ja der Rocker und der Weidler zu Gast. Und da kam die bierselige Idee auf, man könnte doch gemeinsam ein Musikprojekt angehen, ja, dass man da was in der Pipeline hat, so gemeinsam. Und dass man da vielleicht was zusammen macht, ne, so ein Stück weit. Und da hast du den Vorschlag gebracht, das Lied könnte Birgitte heißen. Ja, weil da deckt man die zwei Lieblingsthemen gleich ab. Frauen und Bier. Richtig. Jetzt pass einmal auf. Die Zauberblume München, die heißt eigentlich Brigitte. Aber die hat einen Liedtext, da kann man vielleicht was draus machen. Jetzt pass auf. Brigitte, ich mag dich so. Brigitte, ich schenk dir mein Herz. Dazu gibt's einmal das Bier, dann bleibe allweil bei dir. Noch ein Draht, lass dich verführen. Noch ein Bier. Du weißt, dann bleib ich bei dir. Singer, der war da. Zurückgespult. Singer, der Rock und der Weidler, der Karin mit dem Trompetenlook. Ja, Karin, magst dann Schokolade, 60%, das ist nicht fad. Fettarme Milch, die ist dünn. Pressack ist für einen Kariner Gewinn. Wasser trinkt sie, ab und zu dat hier. Ahornebe oder Amasbier. 2 Minuten 29 dauert das Solo mit der Trompeten, darauf Ioho. Schwebst du, Karin, sonst wohin, sagt Alexander, dabei ist er, dass er alles weiß, weiß, meint er, du bist der Zicken, passt, obacht, es wird heiß. Das ist der Reptile, glaube ich. Das muss man dann takten. Das ist der Reptile. Das muss man anders rhythmisieren. Ja, warte, jetzt muss ich da runter und dann... Bis der Zicke, unten quasselt, was er will. Heut näht sein Pappen, ist gar nicht still. 46% Anteil von der Gage. Ja, Karin, du bist wirklich schlau. Du bist eine fesche Frau. Vielen Dank, liebe Brigitte, für diesen wunderschönen Liedtext. Das kann man vertonen. Teile davon zumindest könnte man noch entnehmen. Kriegt sie dann, wie ist das? Dann kriegt sie doch auch irgendwie Credits, heißt das dann im Songwriting. Genau, so ein paar Prozente. Und mein Lieblingsteil ist eigentlich der mit dem Pressog. Weil Pressog in einem Liedtext, der geht eigentlich immer. Schon, gell? Ja. Was sich darauf denn alles reimt? Ja. Auf Pressog? Ja. Ich weiß gerade nicht, aber egal. Hey, wir kommen zu unserem Gewinnspiel. Wir machen das Floß voll. Wir, das sind München TV und die Versicherungskammer Bayern.
Ja, was müssen Sie tun? Sie müssen ein Selfie schicken. Also das war gestern hier er und Sie. Die beiden haben ein Selfie geschickt. Wunderschöne Frisur. Jawohl, also am Kinn. Und die sind dann nämlich im nächsten Jahr dabei, wenn Sie dabei sein möchten auf dem Floß. Ja, machen Sie doch ein Selfie. Weißt, Alex, was der Vorteil ist an einem Selfie auf dem Oktoberfest? Was denn? Dass je mehr Masters man hat, desto schöner wird das Selfie. Da kann man sich quasi nicht nur die anderen Leute schön dringen, sondern auch, wenn man ein Selfie gemacht hat, sich selber. Ich weiß nicht. Ich schau mal, was ich gestern Abend gemacht habe für ein Selfie. Wir waren ja dann noch kurz für den Rocker und am Weidler. Stimmt. Hier, das zum Beispiel. Ich habe nämlich geschaut, tatsächlich, das wäre jetzt mein Selfie, der Weidler. Ich habe ihn dann noch zur U-Bahn gebracht. Hier. Ob sein Quetschenkoffer ins Auto neu passt. Also so viel sei verraten, die Heppklacke heißt das. Die ging nicht zu. Aber die Fahrt war auch nicht lang. Und jetzt machen wir eine kurze Pause. Und dann sind wir gleich wieder da. München TV präsentiert das Versicherungskammer Bayern Wiesengewinnspiel. Schickt uns euer schönstes, verrücktestes oder lustigstes Wiesenselfie 2018 und seid dabei, wenn es wieder heißt Leinenlos auf dem Versicherungskammer Bayern Wiesenfluss. Täglich verlosen wir 2 Teilnahmeplätze für die legendäre Isarflussfahrt. Das ist eine Erfahrung, die kann man gerne mehr als einmal im Jahr machen. Alle Infos zum Gewinnspiel und zur Teilnahme auf www.münchen.tv. Gut. Münchner Suppenküche. Das Original vom Viktualienmarkt. Jetzt 4-mal in München.
nichts sagen? Wolltest du nichts sagen jetzt? Na, du? Wenn du nichts sagst, fange ich an. Sonst sag du was. Sag halt doch mal was. Ja, ich frage mich, ob eigentlich mit meinem Style alles in Ordnung ist. Das ist nämlich so. Wenn dann nämlich einer kommt, der zum Beispiel Stylist ist, ja, oder wenn man jetzt zum Beispiel einen Modeschöpfer interviewt oder so, dann fühlt sich immer irgendwie komisch und schlecht angezogen. Immer, gell? Ja. Ja. Oder ja, wenn man einen Friseur interviewt, denkt man immer, das passt nicht. Ja, das ist ja meistens so. Nein, gar nicht. Nicht? Nein. Aber wir fragen ihn. Jetzt kommt nämlich ein Stylist zu uns. Boah, der ist aber auch Influencer, wie es heutzutage so schön heißt. Und er ist vor allem, und das ist für heute ganz wichtig, er ist Trachtenexperte. Ui. Hier ist Oliver Rau. Und da habe ich extra meinen Hut geholt, weil der Kollege hat immer einen Hut auf. Servus. Ja, das stimmt. Ja. Und ganz flott ist deiner auch. Ach, danke schön. Oh, der hat sie doch schön gemacht mit dem Meschle, wie mein Oma. Hat es jetzt auch jeder gehört? Hat es jetzt jeder gehört, dass dieser Hut toll ist, weil er das sagt? Er ist schließlich Stylist und der weiß das. Der kennt sie aus. Ja. Eben. So, aber wie ist das jetzt? Also man fühlt sich immer unwohl, Oliver, wenn da einer kommt, ja, der sich auskennt. Also passt euch oder sag nicht? Es passt euch bis auf die Schuhe. Die Schuhe passen nicht? Na. Was ist denn mit den Schuhen? Na. Wie, was passt dir nicht? Ein Haferlschuh wäre schon noch schöner. Ein Haferlschuh, ja, ein klassischer, so wie, ja, du sie hast? So was, genau. Deine sind doch extra angefertigt für dich, oder? Na, solche Blattfüße habe ich nicht. Das wollte ich damit nicht sagen, aber die schauen so aus, wie wenn ich extra, also die schauen, na, schon gut aus. Einmal. So was habe ich halt nicht. Ja, da gehen wir mal einkaufen jetzt. Das, oh ja, mit einem Stylisten, ja, einkaufen. Genau. Das wäre teuer. Das Spaß, glaube ich. Ja. So, Oliver, in, ja, die Mitte, in bitte. Mitte? Ja, da freue ich mich. Genau. Haben wir es schon, oh, meine Schuhe vorne, ah, mit. Super. Ja, so schaut es aber aus, Alex. Ja, wenigstens weiß ich, wenn du dann nochmal ein Lob loslässt in irgendeiner Richtung, dann weiß ich aber auch, dass du das wirklich so meinst, weil du ja, ja auch sagst, meine Schuhe sind hässlich. Genau. Das sagen wir noch ein paar Mal, dann geht er vielleicht morgen mal früher einkaufen. Gell? Ja, ich habe ja Haferlschuhe. Ja, habe ich ja. Ja, war das. Barfuß. Aber ich habe nicht so einen Hut. Der Hut ist Wahnsinn. Gell? Ja. Am Tegernsee gibt's den. Gibt's die da? Ja. Ja, da gibt's ja so viel, was du anhast. Das ist doch auch vom Tegernsee. Das ist Garmisch. Ach, das ist Garmisch. Ja. Woran sieht man das? Der Hersteller ist aus Garmisch. Ein ganz altes Trachtenhaus. Und der Junior, der Franz, ist auch ein ganz begnadeter Innenarchitekt. Der hat jetzt auch die Zugspitzbahn, das Restaurant eingerichtet. Sollte man sich ab und zu mal anschauen und dann weiß man auch, wer das gemacht hat. Setzt dich das eigentlich selbst unter Druck, dass du so ein Trachtenexperte bist, weil du kannst ja nie in Jogginghose irgendwo hingehen, gell? Also die Leute erwarten natürlich, dass du immer als Premium-Bayer irgendwo aufschlägst. Naja, das haben wir jetzt auf der Wiesn. Nach der Wiesn schaut es ein bisschen anders aus. Und das Schöne ist ja, Tracht tragbar zu machen für jeden Tag. Da geht auch die Jogginghose mit dem Janker. Also finde ich eine coole Geschichte, aber während der Wiesn, das was offiziell für mich ein Trachten-Event ist, dann muss schon die Lederhose mit den Haferschuhen der Joppen sein. Was ist denn heuer auf der Wiesn so angesagt? Also es gibt immer so ein paar so Fauxpas, die muss man unbedingt vermeiden und dann gibt es immer Modetrends. Naja, also es gibt tatsächlich auch wieder viele Barbies, die ich ja nicht verstehen kann, aber du bist eigentlich das beste Beispiel, wie man es richtig macht, muss ich tatsächlich sagen. Danke. Perfekt gekleidet, moderne Tradition ist so das große Thema und du hast auch schon Blümel drauf. Ja. Und da sagen so die Trachtenleute, das wird wahrscheinlich ein Hauptthema im nächsten Jahr. Und was mir ganz gut gefällt an der Mode momentan ist dieses Hochgeschlossene. Ja, ist geheimnisvoller, gell? Ja, und es schaut irgendwie eleganter aus. Wobei, so ein schöner Balkon, das finde ich schon auch nicht schlecht. Den durfte ich letzte Woche von der Viktoria Swarovski noch richten. Und du bist hat Spaß gemacht. Aha. Du bist mit mir da über die Wiese gegangen. Du gehst ja mit allen möglichen über die Wiese. Ja, freilich. Die lassen sich ja alle von dir bezupfen, dass alles passt und so weiter, gell? Dass ja alles sitzt. Du bist ja sogar mit dem teuersten Dirndl überhaupt über die Wiese gelaufen. Genau. Die Barbara Mayer durfte ich ausstatten mit dem teuersten Dirndl, was es dieses Jahr gibt. Wie war das? 46.000 Euro oder sowas? 43.000. Aber ich doch. Muss man sich schon überlegen, ob man sich das leisten möchte. Plus Mehrwertsteuer. Plus Mehrwertsteuer, genau. Ich meine, sie hat super ausgesehen. Ja, du bist doch da nicht entspannt auf der Wiesn. Ja, du hast doch dann immer Angst, dass dir irgendeiner da irgendwie aufs Kleid und steigt oder so. Ja, dafür gibt es ja dann die Bodyguards. Also ich bin nur dann Gast, der dabei ist und Spaß hat. Gut. Die Zeit läuft. Ja, immer. Ja. Immer? Wir könnten jetzt hochphilosophisch werden. Einfach über das große Ganze reden. Wo kommen wir her, wo wollen wir hin und warum rast die Zeit eigentlich so? Aber für einen Barry eigentlich immer. Und jetzt kommt er mit, die Zeit läuft. Hey.
frische Made in Bavaria. Also, das ist doch einmal eine Punktlandung, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wenn das jetzt alles Kandidaten von mir sind, und das werden wir gleich wissen. Es ist übrigens, die Zeit läuft, Tag Nummer 3. Ihr fahrt nicht normal Trambahn, oder? Ihr seid da, weil ihr da seid. Ja. Wegen mir seid ihr da. Ja. Servus. Hi. Grüß dich. Servus. Grüß Gott. Ich bin der Sepp. Servus, ich bin der Veri. Servus, der Werner. Servus. Servus, Burschen. Servus. Servus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt ist Punkt 11. Und dann würde ich sagen, fahren wir, oder? Ja, aber. Okay, dann gehen wir rein. Da. Auf geht's, die Herrschaften, bitte schön. Ja. Da rein. Haben wir noch einen Tisch frei? Selbstverständlich. Ja. Du hast also, dann dich hätte ich gut angemeldet. Ja, ja, Gott sei Dank. Fühlst du bei dir schon. Der linke, da hinten am Fenster. Ja. In der Sonne. Ja. Bitte schön. Wer sind wir? Meiser, mir gut. Prost, Prost. Danke für die Einladung. Oh! Warte, ich tu ein bisschen aufteilen. Moment. So, was ist hier? Morgen ist ein neuer Tag. Ja, tatsächlich. Da merkt man, wieder unterwegs. Ich bin morgen, wo bin ich morgen? Am Stiegelmeierplatz. Ah, das warst du schon? Um 11. Ja, sehr gut. Um 11. Stiegelmeierplatz direkt vom Löhnbräukeller um 11 Uhr. Wie gesagt, Tracht ist Pflicht und ein Hunger, den sollt ihr auch mitnehmen. Und dann Durst vielleicht auch noch. Also bis morgen, servus. Der Oliver Rau ist da. Er ist ja so viel. Er ist Influencer. Er ist Stylist. Er ist Sänger. Fotograf. Fotograf war es nämlich ja, auch. Vor. Kennst du ja das Stadtmagazin aus München? Ja, du hast es mitgebracht. Ich hab's dabei. Die Strecke von mir transkribiert, fotografiert. Und das bei Hofbräu. Daheim. Schau war hier. Eine ganz spannende Geschichte. Und da das ist Schönste auch ist, beim zweiten Bild schon mit einem Bier dazustehen. Und da ist aber auch ein Vogel dabei. Ja, sag's dir. Den kennst du, gell? Hier. Unfassbar. Ui. Ja, aber das war lustig. Wir haben uns getroffen im Biergarten und dann haben wir uns unterhalten über dies und das und die Wiesen und die Tracht und so weiter. Was du noch nicht gesagt hast, was ist denn bei Männern angesagt in diesem Jahr? Also, beziehungsweise du bist ja Trachtenexperte, du weißt ja schon, was nächstes Jahr angesagt sein wird. Naja, das, weil man sagt, was nächstes Jahr kommt, dauert ja bei der Masse dann doch immer ein bisschen länger. Ich glaube, dass tatsächlich die Kniebundhose irgendwann wieder ihre Revolution haben das wird. Das ist der ursprüngliche Schnitt der Lederhosen. Genau, die muss einfach wieder kommen, vor allem jetzt, wenn es so kalt war wie bei dem Sturm am Sonntag, dann ist es schon ein bisschen angenehmer. Und wir tropfen mal die dann mit Strümpf bis zu die Knie, oder? Unter die Hose, genau. Unter also bloß nicht runterschieben, das ist tatsächlich so das Touristen-No-Go. Und welche Farbe dürfen dann die Socken so haben, die Strümpfe? Naja, wenn du jetzt in einem Verein bist, hast du eh eine Vorgabe. Und ansonsten glaube ich, Tracht ist auch eine bunte Geschichte. Es war ja früher auch eine Arbeitsmontur und Farbe war erlaubt. Und das hat auch nicht mehr alles zusammengepasst. Und ich finde, das kann man sich auch trauen. Ja. Einmal mal rote Socken oder wenn es sein muss, auch gelbe, wenn es oben dazu passt. Du hast es gesagt, es war Arbeitshose. Genau. Es war tatsächlich zu der Zeit damals so, dass also die vom Hofe, die feine Gesellschaft, hat sich da was von den Bauern und so weiter, von den Arbeitern was abgeschaut, eben jene Kniebundhose. Ja, und hat es dann übernommen in das höfische Erscheinungsbild. Genau. Und die Herren hatten ja früher dann auch ihre Sonntagstracht
Und das ist, glaube ich, so ein Trend, der auch kommen wird wieder für Männer, der Anzug. Da gibt es schon ein paar Firmen, die damit anfangen. Und ich habe es noch nicht auf der Wiesn gesehen, aber ich denke, so nach und nach wird es wieder auftauchen. Was mich brennend interessiert, darf man auch Frauen Lederhosen tragen? Mein Mann darf ja so gut wie alles. Ich persönlich mag es nicht so, weil eine Frau gehört für mich einfach in der Turnschuhe. Ich finde, es gibt auch kein Kleidungsstück auf dieser Welt, da kann Yves Saint Laurent, da kann Prada, können die alle nicht mithalten, dass eine Frau so schmeichelt wie ein Turnschuh. Ja, das stimmt. Aber wenn schon Lederhosen an einer Frau, dann muss sie es auch tragen können. Dann muss sie es tragen können. Es gibt sollte auch welche, vielleicht die Größe 40 nicht mit überschreiten. Mit einem Schuhlöffel quetschen die sich da rein und dann schaut es halt auch seltsam aus. Ja, Mai, und jetzt letzte Woche war ja, glaube ich, auch das Playmate hier unterwegs mit Hose, aber dann bauchfrei. Mai, zum Playmate passt. Ich gehört zum Playmate, gesagt, ja. Aber vielleicht zur Bluse ein bisschen aufgeknöpft, mit einem BH sichtbar, wäre noch ein bisschen sexier gewesen. Da sind wir wieder bei dem Geheimnis, wo du sagst, du machst das Hochgeschlossene. Ich glaube, wenn man zu viel verrät, dann ist ja... Sound interessant. Ja. Was macht denn eigentlich ein Stylist? Reißt es doch mal an. Also es ist so, da gibt es Fotoshootings. Du bist ja in verschiedenen Society-Magazinen. Da bist du ja für die Modestrecken auch genau. Zuständig. Genau. Also wenn ich fotografiere, ist noch ein bisschen mehr. Ansonsten überlegt man sich einfach mal ein Konzept. Also macht sozusagen die Artdirektion. Dann guckt man ja, welche Marken passen da dazu. Dann stellt man das zusammen, versucht Bilder schon zu machen. Aber dann am Ende bin ich ein Bauchmensch und wenn ich am Set merke, na, die Idee war vielleicht doch falsch, dann erlaube ich mir die Freiheit und sage so, Dürndl und Burschen, wir machen jetzt anders. Und das ist dann meist das Richtige. Ich glaube, einfach das Leben spüren, das Leben genießen und das auch in der Tracht dann weiterleben und so auch im Styling. Ja, und da spielt ja so vieles eine Rolle. Also im Styling, man schaut ja nicht nur auf die Mode, man schaut auch auf die Architektur, welche Musik gerade gespielt wird. Man schaut so irgendwie, es hängt ja auch alles zusammen. Also letztendlich, ich gehe hier raus und habe schon wieder wahrscheinlich eine Inspiration von dem Nächsten, der am Eck steht. Ob gut oder schlecht, wenn schlecht ist, dann überlege ich mir, wie macht man es besser. Wenn es gut ist, sage ich, wie kann ich das für mich umsetzen. Oliver, wo geht's jetzt hin auf der Wiesn? Auf der Wiesn jetzt erstmal zu euch runter in die Hausbox. Ja. Und dann darf ich zu ein paar Beauties aus Italien stoßen. Ja, eine Kosmetikfirma hat eingeladen. Dann schaue ich mal, ob ich vielleicht hoffentlich die Maske für morgen früh bekomme, damit ich so frisch aussehe wie jetzt. Und so geht's weiter die nächsten Tage. So geht's weiter die nächsten Tage. Heute war ich schon bei einem Sozialprojekt von Marianne und Michael für Frohes Herz. Das war eine tolle Geschichte mittags. Und wenn ich vielleicht noch was erwähnen darf, ich finde, es gibt eine ganz tolle Sache, das heißt Prostspenden. Ja. Also, eine Maß trinken, ein Euro spenden, eine tolle Geschichte für die Münchner Tafel, denn wir haben hier Spaß, wir haben ein tolles Leben, es gibt andere, denen es eben nicht so gut geht. Das muss man sich dann aber merken können, wie viel Maß man getrunken hat, weil die gibt man nicht gleich bei der Bedienung ab, Also den Euro, sondern das muss man dann überweisen im Internet, das muss man dann später machen. Du kannst aber auch jetzt schon für die Woche überweisen. Ach so, wenn du weißt, ich was weiß dein Plan ich habe am Tag so meine 4-5 Maß und dann... Das Planziel für die Woche, 13 Maß. Ja. Aber ich finde, das sollte man nicht vergessen. Und es ist eine gute Geschichte und man hat auch noch Spaß dabei. Weißt du, was ich besser fände? Na? Prosit spenden. Wann immer ein Prosit gespielt wird, dann müssen alle ein Euro spenden. Ja. Und die spielen da ungefähr 100 Mal am Tag, spielen die ein Prosit. Und wenn hier 10.000 Leute im Zelt sind, mein Lieber, da kommt was zusammen. Was stellst du vor, wenn auf der Wiesn wird so jeder Maß ein Euro also spenden? Also Prosit spenden. The next level of Prosit spenden. Das wär's. Schönen Dank für deinen Besuch. Ja, ich danke Dank, euch. Ich hoffe auf nächstes Spaß. Jahr wieder. Ja, euch viel Spaß. Und, danke. Und wir schauen so jetzt stylisch ihr zwei. Oh, thank you very much. Bitte. Und wir schauen jetzt unseren Sebastian Kramer. Der macht ja die Wiesn-Jobs und ein wichtiger Job für uns ist ja der Übertragungswagen, der Regiewagen. Und da ist er jetzt. Die Bodenseeklinik Professor Dr. Werner Mang. Schönheitschirurgie, Top-Qualität zu vernünftigen Preisen. Beratung Praxis München, Maximilianstraße. www.bodenseeklinik.de. Wir nehmen euch heute mal mit hinter die Kulissen, weil wir machen ja schon Wiesnfernsehen, seitdem es die Wiesn eigentlich gibt. Aber ich bin heute mal Regiekind, weil das sind sogenannte Ü-Wagen, also Übertragungswagen, ganz viel Kabel. Und hier, das ist unsere Regie. Ich mache nämlich heute Regie. Die sind nämlich jetzt gerade on air und jetzt stören wir sie mal ganz kurz. Machen wir da auf. Hallo, servus. Hallo, ja, die sind alle ganz beschäftigt, dass das auch alles abläuft. Das ist die Moni. Das ist die Moni, Ablaufregie.
Servus. Das ist die Uli und deren Job übernehme ich heute. Was? Du hast heute frei. Cool. Uli, du kannst gehen. Jetzt ehrlich? Ja, was macht man hier so? Ganz viele Bilder sieht man hier und dann sieht man immer Leute quatschen, den Alex immer irgendwie komisch reden, hört man auch. Und jetzt würde ich sagen, die Uli geht mal weg, gibt mir das Headset, jetzt übernehme ich den Bums nämlich. Ich mache ganz kurz Pause und wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin, servus. Los, los, los. So schaut es aus, da in dem Ü-Wagen. Lauter Monitore, Kabel, ja. Knöpfe, Schalter, Hebel. Ganz schön kompliziert. Ja, möchte aber nicht tauschen. Einfach nur blöd daherreden, das ist dann mir angenehmer. Ja, das kannst du voll gut. Ach so. Nein, ich danke dir. Ich werte das als Kompliment. Ja, das ist ein Kompliment. Und jetzt habe ich jemanden getroffen. Achtung, wen denn? Aus Niederbayern. Ach ja. Gell, grüß dich. Karin, grüß dich. Ihr kennt mich namentlich. Mich freut's, dass du gewungen hast. Das ist das Erste. Dankeschön. Ein Gruß von den Blechbixen und von Stefan Otto. Einen schönen Gruß an den Stefan Otto natürlich zurück. Ist das der Zauberer? Nein, das ist ein Musikkabarettist. Wie heißt denn jetzt der Zauberer? Florian Otto. Ja, siehst du das? Ja, ist also. Ganz Niederbayern, die heißen alle Otto mit Nachnamen. Niederbayern. Da ist ja, aber Ebersberg ist ja in Oberbayern. Florian Otto ist aus Oberbayern. Ach so. Stefan Otto ist aus Niederbayern. Ah ja. Okay, weiter. Alex, du bist aber auch super drauf, gell? Ja, danke. Ja, du hast dich richtig erwischt. Ja? Das war nicht so sagen. Ihr macht es super und weiterhin viel Spaß und natürlich. Wir danke. Sehen wir uns sowieso wieder mal. Wir sehen uns auf jeden gestern Fall wieder. Gestern hast du vergessen, den Bartlometul zum Song. Wann habe ich das vergessen? Bartlometul. Ja, ich werde noch ganz Bus, gell? Ja. 24. August. Ja. Schöne Grüße an meine Frau, an den Stammtisch, auf alle Fälle, und D.O.K. Dornhang. Die kennst du zwar nicht. Die kenne ich nicht, ne? Von Dingolfingen. Ah ja. Ja, schöne Grüße. Ja. Sind angekommen, die Grüße. Alles besten Dank für den Besuch. Genau. Magst danke. Du noch ganz schnell jemanden grüßen? Du stehst schon so lange da. Deine Augen passen zur Weste übrigens. Dankeschön, Dankeschön. Ich würde auch gerne meine Frau und meine Tochter grüßen. Und ich hätte noch eine Frage. Was denn? Meine Frau hat mich gestern gefragt, was passiert mit dem Brotzeitbrettl. Du, ich sag's dir, wenn die Sendung aus ist, dann kommen die alle, die hier um die Kameras rumstehen, ja, wie die Heuschrecken, wuff, und dann ist das... Das habe ich auch gesagt, das hat's nicht geklappt. Man kennt es aus Horrorfilmen, die Piranhas. Ja, wenn dann nur noch plötzlich von den Opfern dann das, ein paar Knochen und so. Warum ja. fragst? Ja, meine Frau hat mich gestern gefragt. Wollt ihr es abstauen? Nein, um Gottes Willen. Aber magst du ihr Herzl mitbringen? Ja, die darf sich freuen. Die darf sich bestimmt freuen. Wir sind ja von Essabo. Ah, von Essabo? Ja, freilich. Ah, lauter Niederbayern. Meischi, freilich kenne ich das. Jetzt geht das wieder los. Früher war es so, Niederbayern erobert die Welt. Kamen die alle aus der Oberpfalz, da standen nur Oberpfälzer. Danke, wie heißt du? Marco. Marco, vielen Dank für deinen Besuch. Ja, danke schön. Viel Spaß noch auf der Wiesn. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Ja, früher waren die ganzen Oberpfälzer da, jetzt sind es die Niederbayern. Ja. Zu Recht. In der zweiten Woche ist ganz Niederbayern leer, weil jetzt alle da sind, um Niederbayern zu grüßen, ja, wo dann keiner ist, weil es alle hier vorbei. Sind. Ich freue mich auf euch. Ja, so ist es. Also, bis gleich. Hinter der Werbung sind wir wieder. Altenglühn Trachtenquant. Tradition und Außergewöhnliches. Bei uns Hand in Hand. In der Plinganzer Straße 24. Tracht ist ein Lebensgefühl. Thank you.
auf einmal beschwert er sich. Komme ich etwa nicht durch die Scheißhaustür rein, hat er gerade gesagt, der Stefan Hempel. Also wenn du das möchtest, dann machen wir das jetzt. Komm, geh nochmal aus dem Bild. Sollen wir machen? Ja klar, wenn du das unbedingt willst. Also Entschuldigung, wir erfüllen hier auch Wünsche. Geh hinten rein. Hinten ist der Vorhang. Das weiß, glaube ich, kaum einer. Gell? Hinten ist ein schwarzer Vorhang. Da kann man dann reingehen und dann sagt man, hey, hier ist der Pressesprecher der staatlichen Brauerei, Hofbräu-Brauerei. Wie ist denn der Name eigentlich? Stefan Hempel. Genau. Staatliche Hofbräu-Brauerei. Staatliches Hofbräuhaus in München. Formell. Staatliches sauber. Hofbräuhaus in München. Servus. Grüß dich. Hallo. Ich bin die Karin. Ich bin der Stefan. Grüß Servus. Ich gehe voll gerne ins Hofbräuhaus. Das ist gut so. Das sollte man als Münchner auch. Gell? Ja. Das ist eigentlich meine Heimat. Meine auch. Wie viele Münchner sind jetzt im Hofbräuhaus? Ungefähr die Hälfte aller Gäste im Hofbräuhaus sind Stammgäste. Ist das wahr? Ja. Du hast 3.500 Stammgäste im Hofbräuhaus. Die machen dir, also wenn du die Stammgäste einlädst, dann machen die das Haus einmal komplett voll. Ich war mal drin, natürlich, um Auswärtige durchzuführen. Dann saßen wir da, dann kam eine Gruppe Asiaten rein. Ja. Stellen sich in die Mitte des Raumes, drehen sich einmal um sich selbst, machen dabei Fotos, gehen wieder. Aber sie waren im Hofbräuhaus, ja. Verstehst, Europa in 3 Tagen. Ich wollte gerade sagen, die haben natürlich einen sehr strengen Zeitplan. Ja, na, aber es lohnt sich ja auch mal, sich dort niederzulassen. Ja, vor allem das Hofbräuhaus, das einzige Wirtshaus in ganz Minga, wo es jeden Tag eine Live-Musik gibt auf 3 Etagen. Darum geht es hin, zur Werksspionage. Wie machen die anderen Kapellen das so? Gell? Und für die schon lange nicht mehr da waren, wir kennen ja die Gerüchte, der Papa und der Opa erzählen immer, da kannst du nicht reingehen, da sind bloß Touristen und die hauen da Maskrug auf den Schädel. Also das Hofbräuhaus ist komplett umgebaut worden in den letzten 10 Jahren, von oben bis unten, seit Dr. Möller Brauereichef ist. Und ganz viele Stammgäste, also es sind unheimlich viele Münchner da. Haben wir das jetzt auch mal geklärt, gell? Ja. Aber du bist ja wegen was ganz anderem da. Ich weiß nicht, ich erzähl dir, was du magst. Und ich lass dich nochmal durch die Scheißhaustür gehen, sehr wenn du das möchtest. Also wir erfüllen uns Wünsche gegenseitig. Nein, es geht um die Holzfassabfüllung, oder? Ja. Ja, erzähl was dazu, wir haben sogar Bilder davon. Wir haben dieses Jahr ja wieder einen Einsatz auf der Eudenwiesen im Volkssängerzelt zur Schönheitskönigin. Und wie es halt immer so ist, auf der Eudenwiesen dürfen nur Holzfässer ausgeschenkt werden oder nur Bier aus dem Holzfass und im Steinkrug. So, und da haben wir jetzt die Woche den Herrn Füracker, unseren Finanzminister, da gehabt. Weil wir gesagt haben, wir veredeln das Bier jetzt noch ein bisschen, ne, dass der Bierpreis auch gerechtfertigt ist, muss er selber abfüllen. Das erklärt auch den Bierpreis, weil der Finanzminister bei uns persönlich abfüllt. Ja gut, stand jetzt nur fürs Foto da und hat abgefüllt oder stand er dann, als die hiesige Journalie schon weg war, noch länger da? Muss ich dazu jetzt wirklich eine Antwort geben? Also er hat es natürlich gemacht, weil es ein schöner Pressetermin ist und weil es sehr schöne Tradition ist. Unser Abfüllleiter, der Herr Wenzel, füllt also die Holzfässer. Wir füllen also, es sind ungefähr 500 Hektoliter, die auf der Eudenwiesen gehen im Holzfassbier und die werden einmal komplett vorher gefüllt. Das war jetzt am Mittwoch vor der Wiesen und ansonsten läuft es so, Fass wird angezapft, Fass ist leer, Fass geht in der Nacht in die Brauerei zurück, Fass wird in der Brauerei in der Nacht gefüllt, Fass geht am nächsten Tag wieder zur Eudenwiesen. .de/, was für ein krasser Ablauf. Ja. Aber weißt du was, da wird das Fassl noch nass gemacht am Ende. Ich glaube natürlich, um das überschüssige Bier abzuspülen. Aber ja, liege ich richtig mit der Vermutung, dass wenn das Fass nass ist, und es sind ja dann, das ist ja Holz, dass es ein bisschen quillt und dass es dann noch mehr abdichtet. Genau. Also ganz wichtig. Das war einfach nur logisch gedacht. Sehr gut, gedacht. Herr Onken, Sie werden jetzt zum Diplom Biersommelier HC ernannt. Ein Holzfass muss immer gewässert werden, damit es aufquillt und dicht ist. Ein Holzfass, wenn austrocknet, ist es kaputt. Ich sollte auch stets gewässert werden, damit ich schön dicht bin. Also wir wässern es, damit es schön dicht ist. Und wenn es dann schön dicht ist vom Wasser, dann tun wir den vernünftigen Stoff rein. Ja, aber ich erkenne gerade die Gemeinsamkeiten zwischen mir und einem Holzfass. Das klingt gut. Dass du auch abgedichtet wirst. Das kann vorkommen auf der Wiesn. Weil es soll passiert sein schon mal, aber nicht nur mir, also diversen Menschen hier. Ich glaube auch, dass schon mal der eine oder andere einen Rausch heimgetragen hat. Wirklich? Auch von der Wiesn jetzt? Ja. Echt? Ich gehört. Erzählt man sich solche Geschichten? Habe ich gehört. Okay. Ja, Stefan, gut, danke ist dir alles für den Fake News.
Ich danke dir für den Besuch. Schön. Für diese Einblicke in die Holzfassabfüllung. Danke von für die Möglichkeit. Für gesagt, normal machen wir das nicht, nur nee. Für die Heudewiesen. Normal gibt es bei uns das Bier aus dem Edelstahlfass. Wegen warum? Der Hygiene. Das wegen der Hygiene. Ja, kannst, ist also besser. Geschmacklich kein Unterschied? Du kannst, ein Holzfass ist ein biologisches Ding. Ne? Das ist ein Holzfass, die das sind innen gepickelt. Ja, könnte man sagen, aber du kriegst das Ding halt nicht dicht. Ja. Das ist nicht gasdicht. Das heißt, die Kohlensäure verlässt das Fass irgendwann. Deswegen so 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage Haltbarkeit, ja, aber bitte nicht mehr. Also Holzfassbier muss sehr frisch geliefert und sehr frisch getrunken werden. Also zwecks der Geschmackserhaltung sonst Edelstahl. Genau. Ich danke dir. Aus Hygiene Edelstahl. Vielen Dank, aus Stefan. Aus Hygiene ja, Edelstahl. Danke euch, dass ich hier sein durfte. Habe ich mir jetzt gemerkt. Dankeschön. Wir haben erst angefangen. Also, danke dir. Stefan, gehen wir jetzt zu unserer Steffi. Die besucht nämlich jetzt eine Kartoffelhütte. Ja dann, führt euch. Hut Breiter, der Münchner Hut- und Trachtenspezialist in der Kaufingerstraße. Also ich habe gestern auch mal wieder ein bisschen zu viel Chips gegessen und da das ja ins Geld geht und auch auf die Hüften, zeige ich euch jetzt einfach mal, wie man das selber machen kann. Ja, Julia, jetzt hoffe ich, dass du mir gleich sagen kannst, wie es weitergeht. Natürlich, die Portion dann in die Fritteuse und mit dem Rührer schön das Ganze umrühren, immer wieder. Wie lange wird jetzt das dauern, bis meine Chips fertig sind? Ungefähr 2 Minuten. Das schaut schon gut aus, gleich sind wir soweit. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Salz. Und dann darfst du es verpacken. Und dann kannst du es hoffentlich gleich essen. Ja. Magst du mal den Aufkleber da hinmachen, weil ich hab gerade echt alle Hände voll zum Tor. Ja, berechtigte Frage. Der Andi fragt nämlich, wie alt wird die Karin? Also wir haben vorhin verraten, am letzten Wiesensonntag, da hat sie Geburtstag. Ja. Wie alt wird denn die Karin? Ich kann es verraten, sie wird 23, schon wieder. Zum 8. Mal 23. Dann, wohin soll ich mein Geschenk für die Karin schicken? Ui. Zum Sender? Nein, wir sind doch hier. Genau. Pass auf, wir haben das schon mal ausprobiert. Mach's einfach so. Hofbräu-Festzelt, München TV, an die Karin in Minge. Macht es und es kommt an. Was? Zur Post? Er muss das, was auch immer er schicken will, zur Post bringen, aber die Adresse lautet Hofbräu-Festzelt auf der Wiesn, an die Karin in Minge. Das probieren wir aus. Das Andi, kommt an. Ich freue mich über Geschenke. Nein. Es muss nichts groß sein. Es kann auch was ganz was Kleines sein. Aber einfach so was von Herzen kommt. Was Persönliches. Das ist mir wichtig. Was Selbstgemaltes. Ja, was gemalt. Ein selbstgemaltes Bild. Wie der Manjo gestern. Ja, oder Boxershort halt. Ja, das Selbstgewaschene wäre schön. Also selbstgewaschene Boxershort, die geht immer. Genau. Wir schauen jetzt zum Barry. Fangermandel. Sprüht er halt auch. Immer wieder Fangermandel. Gibt es denn so viele Single-Frauen in München? Anscheinend. Wow. Die Alpina Bahn. Präsentiert Barry Werkmeister. Gibt's was Schöneres, als von der Sonne geblendet zu werden und das auf der Wiesn? Ja, es gibt's, nämlich fesche Madeln. Und da hinten sieht man sie schon, aber wie sie eigentlich ausschaut zu Hause, das sehen wir jetzt. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Corinna, ich bin 36 Jahre alt, bin ein echtes Münchner Kindl, hier geboren und aufgewachsen. Und mich zieht es aber auch immer sehr gerne in die Ferne, wo wir schon zu einem meiner Lieblingshobbys kommen, nämlich dem Reisen. Ich war schon ein Jahr in Australien und ein Jahr in Amerika, bin aber sonst auch jedes Jahr, so oft wie es geht, irgendwo im Urlaub, komme jetzt gerade auch aus Portugal zurück. Corinna, habe ich mir einen Spickzettel vergraben, auf dem steht, was der Typ haben darf und was nicht. Aber du hast eine Eigenschaft auf jeden Fall, die können wir schon mal verraten. Ja. Was bist du ganz besonders? Ungeduldig. Ah, gut.
Steilvorlage. Also, es muss ein großer Mann sein. Braune Haare sollte er haben. Normal sportlich, keine Glatze und geizig darf er auch nicht sein. Und ja, Reisen. Ich liebe Reisen. Also, das wäre auch noch ein Riesenplus. Ja, da braucht er als dementsprechende Geldbörsel für die Reisen, gell? Naja, man muss nicht nur teuer reisen. Stimmt, mit dem Rucksack ist auch schön. Das ist eh besser. Wir rucksackeln, wir reisen los. Servus. Servus. Sauber schaut aus. Danke. Ja, gell? Ist nur die Frage, ob ihr das gefällt. Das Was? Weiß ich nicht. Ja, gut gemacht. Aber wäre da nicht noch diese alles entscheidende Frage, wie auch bei den anderen Kandidatinnen? Die alles entscheidende Frage? Bist du Single? Ah. Leider nein. Bist du Single? Nein. Heirate im Februar. Gratulation. Danke. Sag mal, wieso bist du eigentlich jeden Tag ohne deine Frau auf der Wiesn? Weil ich arbeiten muss. Drecksackel. Ja. Wie heißt denn deine Freundin? Anja. Mädels, geht's mal her, da? Wir brauchen einen Mann für diese junge, hübsche Frau. Oi. Wir müssen jetzt helfen. Also maximal 40, keine Glatze. Ja, gut ausschauen sollte er schon, gell? Sportlich soll er sein. Bisschen groß. Ja, und keine Freundin haben. Schau, schau, die Mädels arbeiten. Ja, sie arbeiten. Ja, zu alt. Nein. Zu alt? Okay. Wir machen weiter. Ich bin guter Hoffnung, dass wir da Hilfe kriegen. Wir melden uns wieder. Ich bin da in jedem Punkt raus. Alles, was die aufgezählt, ich bin in jedem Punkt raus. Ich bin raus. Echt? Ja, ja. Übrigens, hello Alex and Karen from Chicago. Oh. I've been watching the show every day, even though I don't understand German. But we got hooked on your show when we were at Oktoberfest last year. Not there this year and so missing it. But your show is taking us back. Danke schön, Prost, sagt der Ed. From Chicago. Hey, raise your glass, Ed. Ja, Prost, Ed. Also kurzum, er war mal da, hat es dann irgendwie mitbekommen, dass wir das machen, schaut es jetzt in Chicago an und findet es halt super, aber versteht kein Wort. Prost. Apropos raise your glass, wir kommen jetzt zu Uschi Glas. Was für eine Überleitung. Die Wiesn-Promis werden präsentiert vom Matheiser Filmpalast und dem Gloria Palast, Münchens exklusivem Premium-Kino. Ist das ja heute wieder eine Damenwiesn. Können Sie mir drei Dinge nennen, die Frauen besser können als Männer auf der Wiesn? Ach, das sind Fragen, oh mein Gott, ne, keine Ahnung. Ich glaube, wir können uns ja gut unterhalten. Man denkt ja immer, Frauen reden nur über Mode oder sowas. Gar nicht, wir haben ganz andere Themen. Und ich finde es einfach schön, eben eine Frauenwiesn mal zu haben, weil tatsächlich gibt es da andere Gespräche als mit gemischter Wiesn. Können Sie dann ist auch nicht so laut, natürlich Mittagswiesn, da kann man sich wirklich auch verstehen, was ganz wichtig ist, finde ich. Und ja, macht Spaß. Können Sie mir einen kleinen Einblick geben, was denn die Gesprächsthemen dann sind bei den Frauen? Also, ich weiß, es ist eigentlich immer so, dass die meisten Frauen fragen mich nach meinem Verein. Die wollen dann immer wissen, ob der Verein gewachsen ist, wie viele Kinder wir jetzt jeden Tag versorgen. Und es gibt eigentlich immer dann immer Nachfragen. Wieso gibt es denn Hunger? Warum gibt es in München auch Hunger? Sag ich, ja, wir in München haben wir 32 Schulen. Und dann erzähle ich halt, wie das stattfindet. Und das ist eigentlich immer ganz schön. Wie viele Wiesentermine stehen denn bei Ihnen dieses Jahr an? Also ich habe gesehen, Sie waren schon bei der Sixth Wiesn vor einigen Tagen, auch eine Damenwiesn. Was steht jetzt noch an? Ja, jetzt geht noch einmal ganz privat mit Freunden und Familie und dann ist es gut. Dann hoffe ich, Sie können diesen Abend, diesen Mittag hier heute genießen, den Abend wahrscheinlich auch und ich gebe ab auf die Empore. Ramona und Sarah, die kommen von der TZ. Hey. Erzählt mal, was drin steht. Das wäre von euch sehr nett. Wow. Perfekt. Ja, grüß euch. Ja, jetzt erzählt doch mal. Servus. Wir haben hier heute die Ausgabe von morgen. Worüber schreibt ihr denn? Zuallererst mal über ein ernstes Thema. Ein Wiesnwirt, der Wickerl Hagen, ein süchtiges Urgestein, soll zu wenig Umsatzpacht an die Stadt gezahlt haben. Und die Stadt hat jetzt Nachprüfungen angestellt. Er spricht von einem Missverständnis. Muss man einfach mal schauen, was da jetzt rauskommt. Ja, ich würde das als allererstes auch sagen. Das war ein Missverständnis. Muss man jetzt mal schauen. Es gilt ja immer noch da jetzt auch die Vermutung. Vielleicht ist es ja auch so, dass es einfach eine Fehleinschätzung ist. Muss man schauen, was da jetzt dahinter steckt. Naja, muss man sofort sagen, ein Missverständnis, das heißt weder ja noch nein. Ja, genau. Ich meine, wenn du sofort ja sagst, wollen sie sofort haben. Das ist ja blöd, wenn es dann eben nicht stimmt. Ja. Ja, eben. Also erst einmal, ja. Und sonst so?
Dann durften wir heute einen Blick hinter die Kulissen werfen. Von? Ein Münchner Stadtrat hat einen Tag lang mal mitgewerkelt im Zelt, in der Großküche, im Servicebereich. Nein, ein Stadtrat hat mal gearbeitet. Ganz. Wir durften ihn begleiten. Ach so. Ja, genau. Und wie war es so? Hat er geschwitzt ganz ordentlich? Er hat sehr, sehr gut gemacht und vor allem in der Großküche war es Spannung pur. Da ist es heiß. Da ist es heiß. Am Händelgrill, 800 Grad oder sowas. 55 genau. Wie was? 55 Grad. Ja, also aber davor. Der Grill als solches, der hat 800, also das strahlt ganz schön weg, mein Lieber. Wäre das was für dich? Ja, auf jeden Fall. Echt? Ja. Du kannst am Händelgrill. Ja, ich wollte ja unbedingt auf der Wiesn arbeiten, deswegen habe ich mich ja beworben. Wenn jetzt das nichts geworden wäre, dann war ich jetzt in der Großküche beim Händelbraten. Ja, freilich. Und du bist vielleicht Stadtrat geworden. Ja, oder so. Schön. Gibt es noch ein drittes Thema, über das ihr sprechen möchtet? Oder wollt ihr es geheim halten, weil die Leute das natürlich selber lesen sollen? Mein Geheimnis ist nicht, morgen steigt das Finale für unseren TZ Wiesenmaden. Da sind wir schon gespannt. Es gibt 12 sehr hübsche Finalistinnen und mal schauen, wer das Rennen macht. Ja, das Finale ist dann wieder im Löwenbräu-Keller. Genau, im Wiesenzelt am Stiegelmeierplatz. Okay, das ist spannend. Alles da waren klar. Wir letztes Jahr dabei. Ach, habt ihr da geschwollt? Die Blechbixen? Ja, genau. Ach, die Blechbixen, ja. Da hatten sie schon. Ach so. Das waren wunderschöne Damen. Da bin ich schon gespannt, wer das dann heuer wird. Ihr auch. Ja, dieses Jahr spritzt ja nicht, weil du bist ja hier. Genau. Tja, schönen Dank für den Besuch. Das also alles in der TZ von morgen. Schau mal, die geben jetzt hier schon weiter. Zeitung. Für dich auch noch. Nein, magst du es mal lesen? Stehen dann da die Lottozahlen auch immer drin? Leider nein. Schon. Du, nicht nur immer, weißt du, so am Handy und nur in Überschriften Halbwissen sich aneignen. Mag gescheit was von dir denn lesen? Krieg bei BMW. Echt? Es geht um Geld und Macht. Ab Montag Verkaufsstopp. Ach, nee. Ja, kannst du alles durchlesen? Magst du noch schnell jemanden grüßen? Grüßen? Ja, freilich, meine Familie, mein Ort. Bist du überhaupt? Was? Wer bist du überhaupt? Ich bin Bauer Elisabeth. Ja, wirklich? Ja? Ja. Das mag ja sein. Und wen magst du noch grüßen? Ja, meine Arbeit. Zum Beispiel. Ich bin von Bayern TV. Von München TV. Die Fans. Alles klar. So, dann schöne Grüße auch von allen an dich zurück. Höre ich gerade schon im Ohr, gell? Und wo schauen wir jetzt hin? Wir schauen jetzt einmal zum Kollegen Stampfel in den Wiesenclub, weil da kocht die Stimmung immer. Ja, ja. Gleich nach der Wiesn, dann im Wiesenclub, gell? Ihr seid ja so jung, ihr geht doch danach noch irgendwie. Danach, wenn ihr. Ich weiß doch Bescheid. Prickelnde Unterhaltung bei der Wiesnstimmung wünscht Scavi and Ray. Ja, die Stimmung im Wiesn-Club ist am Kochen und der Grund dafür steht neben mir DJ Pick. Servus. Wieso bist du der DJ Pick? Warum? Ja, der Name, der wurde mir vor vielen Jahren von einem Bekannten gegeben, der kommt vom Englischen. Kick wie die Spitze. Ich fand, das war irgendwie nett, das hat gepasst und seitdem habe ich den. Die Stimmung ist Wahnsinn da, ja, die ist Wahnsinn. Was ist denn das Geheimnis? Was legst du für einen Zaun auf, dass die Stimmung so stark ist? Ja, man muss immer schauen, dass man für alle was dabei hat. Wir spielen ja eigentlich nicht das, was man im Zelt hört, sondern was man im Radio hört, was alle kennen. Und so, das ist das Geheimnis, dass du halt alle abholst. Und du musst dann über den ganzen Abend versuchen, die Stimmung hochzuhalten. Weil irgendwann werden die Leute auch müde, die sind den ganzen Tag auf die Wiesn. Du musst immer wieder Vollgas machen. Du brauchst das Gefühl dafür, wenn du merkst, die Leute sind jetzt gerade so hoch, dann musst du wieder aufholen, dann musst du wieder anpacken. In welcher Phase sind wir jetzt gerade? Jetzt sind wir gerade so am Starten. Jetzt geht so Start in die Nacht rein. Genau. Machen wir noch ein bisschen was. Alles klar. Heißt dein Papa Karl? Na? Ach so, dann bist du gar nicht gemeint. Ich? Na? Servus jetzt mal. Ich finde es schön, dass ein Niederbayerin nur dazu aus meinem Landkreis Landshut die Wahl gewonnen hat. Vielleicht bringt es einmal ihren Papa, den Auerer Jackel und ihren hölzernen Bruder, den Lucki, mit. Die zwei waren auch trachtenmäßig perfekt für die Wiesn. Hutzung.
lieben Gruß und macht es so weiter. Ein Fan vom Lucky und natürlich auch von der Karin und ihrem Papa Karl und Martha. Und jetzt denke ich, dein Papa heißt Papa, Karl. Punkt. Karl und Martha. Ach die so, diese das ist ein Punkt. Verfasst haben. Ein Punktchen. Ja, also ist angekommen. Oh, hier schreibt einer. Und zwar der Tom aus Südtirol. Hallo Karin, kannst du bitte Deep Purple Smoke on the Water auf deiner Trompete spielen? Oh. Geht das? Ja, das ist eigentlich jetzt nicht mein Metier, gell? Ich bin mehr so ja, als ein Polka. Es ist nicht die Frage, sondern kannst du es? Ich kann es ja mal probieren. Ja, mach doch mal. Mach doch auch mal was. Auf geht's. Ah, oder? Hast du es gehört? Smoke on the water. Das war's. Also die Kundschaft sagt ja, hat gestimmt, hat gepasst. Okay? Ja. Gut, also Zuschauerwünsche werden prompt erfüllt. Wir machen jetzt eine kurze Pause, sind wir gleich wieder da. Radlingers Weißbiergarten am Familienplatzl. Nein. Oh. Was war das?
So, da warten zwei schon so lang und schau, wir beglücken sie mit einem Schmalzbrot. Schau, ihr wartet, er hat's gewusst, sagt er. Hat's gewusst. Ja, na, sicher. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin mehr der Süße als wie der Saure. Ja, aber du weißt, bevor es was Süßes gibt, musst du auch dein Schmalzbrot essen. Genau. Na, sauber. Du auch. Du, danke, ja. Wo seid ihr her? Du, Oberösterreich. Oberösterreich. Das war der schönste Platz, wo es gibt. Seid ihr extra hergefahren oder habt ihr sowieso was Berufliches mit dem Vergnüglichen verbunden? Nein, 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 so Oktoberfest ist einfach einmal im Jahr als Pflicht. Extra Urlaub genommen? Freilich. Ja. So ist recht, so, ja, ist recht. Seit 10 Jahren. Also nicht das erste Mal, sondern seit 10 Jahren kommen wir mal schauen. Ich weiß es nicht genau. Oder länger sogar. Habt ihr oberösterreichische Lederhosen an? Sowieso. Ja, freilich. Ja. Das, das sieht man jetzt nicht. Das schaut super aus auf jeden Fall. Aber du kommst doch mal jetzt da rein. Geh mal da rum. Darum, um den Pfosten. In unsere Körper ist das sowieso kein Problem. In eure Körper? Ja. In eure Adoniskörper? Ja, das fühlt alles. Ja, das sieht man. Es also, schaut gut aus. Danke. So, jetzt sehen wir sie auch mal von vorne. Schmeckt da, oder? Ja, ist sensationell. So wie auch das Bier und das Essen überhaupt da. Gibt es sowas bei euch auch in Österreich? Bitte? Ein Schmalzbrot gibt es bei euch daheim auch, oder? Ja, sowieso. Schmalzbrot, RFKs oder Anpatz, da ist immer eine gute Sache. Karin, jetzt können wir es sehen. Wie heißt denn du eigentlich? Manuel. Ja, typisch oberösterreichischer Name. Ja, freilich. Ja, genau. Und da sieht man jetzt... Nicht ganz, du, die schaut so. Ja noch neu aus. Das hat man mir heute auch schon gesagt, nein, dass mein Schuh nicht passt. Die ist schon 6 Jahre alt. Die ist schon 6 Jahre alt? Ja. Die hat schon viel erlebt. Aber die schaut so nagelneu aus. Nein, die hat schon viel erlebt. Was hat die schon erlebt? Einige Male Oktoberfest. Mehr sage ich nicht. Ja, aber passt. Ja. Schaut gut aus. Finde ich auch und gut. Ist die so typisch Oberösterreich, da wo du herkommst? Freilich. Ist ein Viertel der Acht. Da holt man sich eine und die hebt, oder? Da braucht man nicht 4, 5, 8, nein, da hat man fünf. Die eine. Ich habe 5. Aber die schaut alle so aus? Naja, ein wenig kürzer, ein wenig länger, wie man es braucht. Ja. Und ihr tragt dann immer ein rotes Hemd dazu, oder? Naja, ich weiß, dass ich mit dem karierten Hemd heuer nicht ganz up-to-date bin, aber ich bin jetzt einfach raus. Das sind die österreichischen Landesfarben, rot-weiß. Ja, passt. Genau, das, ja, das passt schon. Ja. Gut, Manuel, isst dein Brot? Du hast doch nicht einmal reingebissen, oder bist du Veganer? Ich war Herz für euch. Ja, aber bist du Veganer oder sowas? Nie im Leben, nein. Ja, dann weiß nein, dann kriegst du dein Herzl. Magst du auch ein Herzl? Ja, schau, du bist ja der Süße, hat er gesagt. Danke dir. Bitteschön. Schau, du bist der Süße, du kriegst auch noch Herzl. Magst du noch Oberösterreich grüßen? Danke. Ja, schöne Grüße nach Oberösterreich und ich hoffe, dass ein Haufen Leute von uns auch da sind und mit euch feiern und das bayerische Kulturgut hochleben lassen. Ja, wunderbar. Herzlich willkommen auch in den nächsten 10 Jahren. Ja. Dankeschön. Und wir schauen jetzt zum Griebel, zwecks der Geschichten. Und wo ist er? Oh, im Stehbereich da unten, da wo es so richtig abgeht. Weil das Hofbräufestzelt als solches ist das einzige, das ja einen Stehtischbereich hat. Und der ist direkt vor der Kapelle. Und da ist der Griebel. Na, Halleluja. Die Wiesengeschichten werden präsentiert von Mestemacher, dem Weltmarktführer für ungeöffnet langhaltbare Vollkornbrote und westfälischen Pumpernickel. www.mestemacher.de. Es ist Wahnsinn, Damen und Herren. Lassen Sie mal schauen. Wenn zwei dirigieren und die Musik, das ist so schön, also das ist Wahnsinn. Also wir sind heute im Stehbereich vom Festzelt, weil hier im Stehbereich, das ist immer ein bisschen Abenteuer. Jetzt ist ein bisschen abenteuerlich, der Rinner. Eigentlich schon, ja. Nervenkitzel, oder? Ja, aber Hofbräuhaus städtisch ist immer, immer interessant und sehr international. Macht richtig Spaß. Ich schaue immer gerne auf die Schuhmode, weil zum Beispiel ist hier ein wunderschönes Dirndl da hinten, aber mit Turnschuhen ist Amerikanerin. Ja, aber das geht normal gar nicht. Ja. Aber ich finde es aber lustig, wenn Sie sich gerne die Lederhosen selber bauen. Ist doch gibt's was auch, ja, legendär. Die Plastikhosen. Die Plastikhosen. Ja. Legendär. Wo seid ihr her? Mühldorf. Mühldorf am Inn. Ja. Von so weit. Wir gehen extra daher, nur ganz kurz, weil wir haben normale Monatszeit, aber wir wollen das einfach bei den Städtischen einfach mitmachen, weil das wirklich legendär ist. Das ist legendär. Super. Das lassen wir als Schlusswort stehen, weil das trifft es genau. Also von diesen legendären Erfahrungen zurück in unser Wissensstudio. Meine Herren, hey, wir haben Besuch aus dem Winterer Fahndl. Der Dirk ist da. Du spielst ja dort, du singst dort und spielst die Rassel. Was machen wir? Du tust ja auch rasseln. Ich rassel, ich glocke, ich singe, ich trinke. Es ist immer toll. Also rasseln ist bei uns doch mal was anderes. Was denn?
glaube ich, darf ich jetzt nicht sagen. Stinger also, oder sowas? Ja. Ach so. Rassel. Na, du stinkst nicht. Na, nein, aber du hast gerade gesagt, der rasselt. Na, er rasselt mit einer Schellenrassel. Das Instrument. Hallo. Natürlich. Ich bin die kleine Rassel. Rasselbande. Ja. Genau. Hör mal, was zeichnet sich denn in diesem Jahr als Wiesnhit ab? Du musst es doch wissen. Also normalerweise wurde gesagt, Korn oder Grün. Ja, müssen wir schauen. Also ich kann es noch nicht definitiv sagen. Aber wahrscheinlich Korn oder Grün. Dann hätten wir nach ein paar Jahren ohne Wiesnhit hätten wir wieder einen. Ja, das ist richtig. Singst du das gern? Es geht so, sag ich mal. Also, ich muss mich noch ein bisschen einsingen. Ist ja halt praktisch, was haben wir heute? Donnerstag? Mittwoch. Mittwoch. 2018. Genau. Ach, sind wir jetzt schon 18? Also, es ist so, dass ich jetzt seit Samstag jetzt singe. Vielleicht muss ich auch erst noch reinkommen, wird schon. Ja, mir gefällt es auch noch nicht. Ja, kann alles noch kommen. Es ist ja immer, mit Hits ist immer so, die müssen gedudelt werden, bis sie dann Hits sind. Aber wie oft hast du dann heute Hula Palu schon gesungen? Hula Palu gar nicht. Gar nicht? Korn und der Grün dreimal schon. Cordula Grün. Genau. Cordula Grün, Cordula Grün. Ist ja immer dasselbe, was schon? Was machst du mit der Stimme? Das geht doch voll auf die Stimme, wa? Ja, du musst ab und zu, also mein Arzt hat zu mir gesagt, Dirk, du musst viel trinken. Mach ich halt. Ja, ist ja unangenehm hier auf der Wiesn, ne? Das war auch. Es geht, ist alles gut. Magst du jemanden grüßen? Ich möchte sehr gerne, meine Familie kann aber Global München TV nicht sehen, weiß ich nicht. Aber ich grüße trotzdem meine Frau, meine Tochter, Schwiegersohn Johannes, meine ganze Family, alle. Und ich wünsche eine wunderbare Wiesn. Lasst euch gut gehen. Ebenso. Ebenso. Wer singt gerade, wenn du hier bist? Die Nachtstark schwimmen bei uns im Zelt. Ah, der Luis. Yes. Alles klar, schöne Grüße an den Luis. Danke dir, Dirk, wa? Danke. Das war mir eine Riesenfreude. Mensch, alte Festzelthupe, wa? Viel Spaß noch, gell? So, wir gucken jetzt zum Kramer. Wir schauen also quasi wieder in den Ü-Wagen. Musiker unter sich. Wir schauen zum Kramer, der ist nämlich im Ü-Wagen oben und jetzt ist er als Beamy unterwegs. Beamy, also Bildmischer. Nicht jetzt, weil das würde in die Hose gehen. Aber er war vorhin da als Beamy, Bildmischer. Das ist eine Abkürzung, ne? Das ist Fachterminologie, das ist Fernsehen. Die Bodenseeklinik Professor Dr. Werner Mang. Schönheitschirurgie, Top-Qualität zu vernünftigen Preisen. Beratung Praxis München, Maximilianstraße. www.bodenseeklinik.de. Blende. Blende. Und wir sind wieder on. Hallo, ich bin Regiekind heute. Jetzt habe ich schon übergeblendet. Was muss ich jetzt machen, Uli? Die Kameras schalten. Die drei und die drei. Schauen, jetzt ist der Alex. Und wieder auf die eins. Und jetzt auf die zwei. Auf die zwei. Die zwei kommt. Ja, das ist die totale. Bauchbinde. Bauchbinde auch noch rein. Ja. Nehmen wir die dann wieder auch raus? Ja. Die nehmen wir auch wieder raus. Darf ich dem Alex mal was sagen? Genau. Raus? Jetzt sagen wir dem Alex mal was aufs Ohr. Hallo Alex, du hörst mich jetzt. Er ist, glaube ich, ein bisschen genervt, weil der ist gerade live und Sie sehen es ja quasi später, wenn das schon vorbei ist. Jetzt schalte ich mal auf die drei. Jetzt muss man alles gleichzeitig machen hier. Das sehen Sie dann später. Wenn das schon wieder vorbei ist, dann sehen Sie ja das. Und dann wissen Sie auch, warum der Alex so komisch reagiert hat vorhin. Auf die Eins. Alex, ich bin wieder raus. Wir sehen uns später im Studio. Und wir schalten auf die Zwei und dann bin ich auch wieder raus. Servus. Und, da hast du den Vorschlag gebracht, das Lied könnte... Ja, jetzt weiß ich auch, warum der mir so drollig in den Murmel gelabert hat vorhin die ganze Zeit. Aber ich finde, der hat das super gemacht, oder? Ja, dich hat er nicht vollgequatscht, aber mir halt. Da hat er den Knopf gedrückt, wo er nur mir reinquatscht und nicht dir. Und dann die ganze Zeit, hallo Alex, ich bin's. Jetzt weiß ich auch warum. Ja, ist doch schön, wenn die Leute von hinten grüßen. Ja, aber ich habe versucht, dir zuzuhören. Oder dem Gast. Das war so oft. Irgendwem. Ja, eben. Aber es gelingt ja meistens auch. Ich finde, du machst es gut. Entschuldige, ich bin ein Kerl. Weißt du, wenn du redest und der Gast redet und dann noch der andere ins Ohr. Und da stehen welche, die wen im Fernsehen zu? Grüßen möchten und hinten schreien 7000 ja. Wahnsinnige. Das wem ist manchmal einfach zu viel. Ja, wem höre ich dann zu? Ja. Ist die Antwort? Ja. Die Antwort ist ja. Immer mir. Du weißt. Ja. Ich bin die Neue an deiner Seite. Ja. Das heißt, ab heute musst du immer mir zuhören. Ja, und dann sagen die in der Regie, aber Moment doch mal.
Eigentlich musst du ja mir zuhören. Immer mir. Ja, dann mir. Kommt er, der Andi, und sagt, eigentlich musst du immer mir zulesen, was ich da hinschreibe. Wo jetzt zum Beispiel steht. Ja, das kann man ja eh nicht lesen. Also kannst du ja dann mir zuhören. Boah, jetzt schaut er ab, der Andi. Ja, vorher hat er was gezeichnet. Liebe Zuschauer, vorher ist auf dem Schild kein Wort gestanden, sondern da war was gezeichnet. Ja, er wollte den Griebel zeichnen. Und jetzt hat er hier, ja, schau mal hier, jetzt die Steffi. Steffi, Schausteller, Miris Hütten. Jetzt. Der Coaster. Mit 50 Meter Breite und 32 Metern Höhe, die größte transportable Indoor-Achterbahn der Welt. Schnaps ist nicht gleich Schnaps. Bei Miris Hütten gibt es einen Cheesecake, das heißt Karlskuchen auf Bayerisch, zum Trinken. Und was da sonst noch gibt, das zeige ich euch gleich. Du Miri, ihr habt ja nicht nur einen Cheesecake zum Trinken, sondern ihr habt ja einen Moskau Mule. Das ist ja gerade so das Innengetränk in München. Magst du uns mal sagen, wie sowas geht und was ihr sonst noch habt? Klar, Steffi, das mache ich dir gerne. Moskau Mule ist wirklich das absolute Innengetränk. Wir haben damit letztes Jahr schon angefangen und ich mache dir da jetzt gerne mal ein. Wir haben einen wunderschönen Kupferbecher. Da kommt jetzt noch ein Schuss Limejuice rein. Das Ganze wird gestößelt. Da haben wir einen Wodka. Und jetzt kommt noch das Gingerbier rein. Das ist Ingwer-Limo. Und zu guter Letzt noch ein Stück Ingwer. So, da schau her. Den darfst du jetzt natürlich probieren. Danke. Ja, schmeckt man auf jeden Fall den Ingwer raus. Ist, glaube ich, genau das richtige Getränk für die Wiesen. Der Ingwer hilft dir für Gesundheit, gell? Hallo, ihr beiden. Ich grüße euch aus Sachsen. Ich fange nochmal an. Hallo, ihr beiden. Ich grüße euch aus Sachsen-Anhalt und von dort gucke ich euch jeden Tag. Macht weiter so, ihr seid die Besten. Mit schönen Grüßen aus Hölle. Achtung, der Ronny. Na klar. Vielen Dank, Ronny. Grüße, Ronny. Schick, freut uns. Was? Grüße zurück. Siehst du, ich wusste jetzt wieder nicht, wo ich hinhören soll. Ja, ich merke weil schon. Im Moment wollte ich darauf achten, was spielen die eigentlich gerade. Und es ja, ist und was simply the best. Sehr gut. Aber wir wollten Ronny zurückgrüßen. Haben wir doch schon. Und ich finde es beeindruckend, woher diese ganzen E-Mails immer kommen. Diese Technik heutzutage. Wie habt ihr das eigentlich früher gemacht, wie es noch keine E-Mails gegeben hat? Da hatten wir Faxe. Habt ihr ein Faxgerät da gehabt? Nein, hinten in irgendeiner Kammer. Und irgendeiner ist immer hin und her gerannt und hat Faxblätter gebracht. Wirklich? Und da waren Zeichnungen drauf und handschriftlich. Das war ganz schwer. Maschi. Das musste man irgendwie entziffern. Das ist ungefähr so wie die Zettel vom Andi. Man musste irgendwie schauen, was steht da eigentlich. Der Andi geht, glaube ich, gleich. Ich glaub, der schmeißt sein Klemmbrett rum. Und du dann, machst es super. Ich habe genug. Und dann geht er. Lässt sie noch auszahlen und dann haut er auf. Der ist voll der Nette. Ja, der freilich, schaut sehr zufrieden aus, ist, eigentlich meistens. Ja, das ist der Andi. Weißt du eigentlich, dass der einen eigenen Facebook-Fanclub hat seit letztem Jahr? Was? Der na? Andi. Ja, sicher. Oder dreht dich bei. Der Andi. Weil, der Andi ja, von München TV. Ja, der ja. die Schilder hält und schreibt und malt. Ja, ja. Sehr künstlerisch begabt. So, was kommt denn jetzt eigentlich? Was hält denn der Andi gerade hoch? Jetzt kommt ach die so. Fanny. Jetzt kommt die Fanny. Mit? Und die ist bei den Promis und zwar heute bei Marianne und Michael. Bei so nett. So nett. So nett, die zwei. Die Wiesenpromis werden präsentiert vom Matheser Filmpalast und dem Gloria Palast, Münchens exklusivem Premium-Kino. Marianne und Michael, Sie standen gerade schon auf der Bühne und haben ein Prosit gesungen. Wie geht's Ihnen denn auf der Wiesn? Hat man da manchmal das Gefühl, wenn die Band spielt und man denkt sich mal, jetzt würde ich auch gern hochspringen, weil wir können das viel besser. Gibt's da so Momente? Na, so Momente gibt's sicherlich nicht, weil wir beide, also ich stehe 58 Jahre auf der Bühne, mit meiner Frau zusammen 45 Jahre. Also für uns reicht's eigentlich. Wow. Aber singen tun wir zwischenzeitlich trotzdem gerne. Aber es muss ja nicht unbedingt immer auf der Bühne sein.
Das stimmt. Und abgesehen von der Musik haben Sie ja auf der Wiesn ein ganz besonderes Anliegen. Jahr für Jahr veranstalten Sie ja hier eine Charity-Aktion. Erzählen Sie doch mal. Also die Veranstalter sind ja der Werner Hochreiter von der Bratwurst und Birgit Fischer-Höper zusammen mit Christina Galbierz. Und die stellen diese Veranstaltung, die ist jetzt der dritte Charity-Lunch auf der Wiesn, für unseren Verein Frohes Herz dann zur Verfügung. Das heißt, jetzt wird gesammelt. Wir haben zwei wunderbare Projekte, die dieses Mal unterstützt werden im Raum München. Der Michi kann es erzählen, wen wir unterstützen. Also wir unterstützen einmal das Zentrum für Heilpädagogik und Therapie für verhaltensauffällige und missbrauchte Kinder in München und zum anderen die Kindernotarzthilfe München. Die werden beide mit einem wunderbaren Scheck, wie ich finde, heute beglückt. Und wir freuen uns eigentlich am allermeisten darüber, weil es wirklich schwierig ist, Gelder zusammenzusammeln und dann auch den richtigen zur Verfügung zu stellen. Eine tolle Aktion, liebe Zuschauer, kann sich, glaube ich, jeder was davon abschneiden. Und damit gebe ich hoch auf die Empore. Sag einmal, kannst du eigentlich gut tauchen? Ich kann nicht einmal gut schwimmen. Ja, wenn du nicht gut schwimmen kannst, kannst du eigentlich gut tauchen. Im Umkehrschluss jetzt. Du hast recht. Ja. Also im Schwimmunterricht habe ich mal einen Fünfer gehabt. Aber bei diesem möglichst lange zu tauchen, war immer die Beste. Und deswegen bist du Trompeterin geworden. Ja, richtig. Jetzt merkst du den Bogen, worauf ich hinaus will, gell? Ich habe ein sehr gutes und großes Lungenvolumen anscheinend. Und das wurde im Schwimmunterricht festgestellt und dann haben sie gesagt, so, und jetzt geht's in die Musikgruppen und jetzt spielst du Trompeten. Nein, da habe ich schon Trompeten gespielt. Zu der Zeit. Und da war das schon ein bisschen ausgebildet, glaube ich. Oder ich weiß nicht genau. Also schwimmen habe ich nicht können, aber Dauer, wie du sagst, war irgendwie einfacher. So ohne Bewegung, ohne Sport. Ich komme drauf. Durch. Da steht kein Name. Aber hallo, kann die Karin atemlos spielen? Weil atemlos, ich dachte mir gerade, oh atemlos, das ist man ja als Trompeterin eigentlich ja, für längere Zeit, ständig. Wenn man spielt. Ja. Und dann dachte ich, kannst du eigentlich gut tauchen? Und schon ja, haben wir die Antwort. Ja, und was war die Antwort jetzt? Ja. Dass du, grundsätzlich ist die Antwort immer 23. Oder halb. Oder halb. Aber in dem Fall jetzt ist es, könntest du bitte etwas länger als nur 5 Sekunden atemlos durch die Nacht spielen? Länger als nur 5 Sekunden, ohne neu einzuatmen. Nein, das ist wurscht, nur einfach länger als 5 Sekunden mal spielen. Spielzeit mit halber Geschwindigkeit, wie wenn man früher ein Plattenspieler, wenn man die Single nur auf Album gestellt hat oder so. Wie nennt man dieses Geschwurbel, wenn man so einen Ton so verschwurbelt? Wie heißt denn das? Heißt das Geschwurbel? Geschwurbel? Nein, wenn du... Dieses so. Geschwurbel. Das ist eine Verzierung. Eine Verzierung ist oder das? Wenn er länger ist, dann ein Triller. Oder Vorhalt. Eine, also je nachdem, Triller. Wie man den... Ein Triller. Ein Triller. Ja, so eine Verzierung heute. Halt. Gibt es verschiedene. Eine Trillerverzierung. Haben wir wieder was gelernt, ha? Hoffentlich habe ich das jetzt richtig gesagt, weil sonst sagen meine Musikprofessoren, was konnte ich eigentlich? Ja, es war ein Geschwurbel, das passt schon. Wir schauen jetzt zum Barry zwecks Fangermandel. Mit dem Handy-Ticket. Bargeldlos und bequem auf die Wiesn fahren. Am besten gleich registrieren auf www.wiesn.tv. Schaut es eigentlich beim Tanzen bei dir so aus? Gut. Okay, also tanzen sollte auch können. Ja, wär schön, muss nicht, aber wäre natürlich ein Riesenplus. Ja, wir werden dann mal wieder da auf der Suche nach einem Mandel, das wir fangen wollen. Fangermandel, die zweite heute. Da drüben stehen Burschen, schauen wir da mal. Was hältst du von Frauen, die solche Vorurteile haben, dass sie sagen, wenn er eine Glatze hat, kommt er nicht in Frage? Ich glaube schon, dass er in Frage kommt. Ah, das ist ein Mann mit Selbstbewusstsein. Ja, ganz genau. Das gefällt mir sehr gut. Bist du noch zu haben oder bist du vergeben? Ja, bin leider da. Schau mal her. Also man muss ganz klar feststellen, ein Mann mit Glatze... Und die können alle dazu. Ah, klar, so viel. Ein, oh, oh, oh. Oh, oh, die können alle dazu.
Du bist, alle, ja. man nennt ihn auch die Maschine, oder? Oh. Bist du noch nicht dann? Servus, grüß dich, auf ja, grüß dich, servus. Servus, grüß dich. Ja, der Monaco, Franzi. Ja, ja. Vorbild. Auf jeden Fall. So, weißt du nur zum Home, also so frauentechnisch oder? Nein, ich bin glücklich, verliebt, verlobt, verheiratet. Servus. Grüß Gott. Da spielt Musik. Wo? Da. Servus. Bist du Single? Nein. Tut mir leid. Verheiratet, zwei Kinder, tut mir leid. Ja, das musst du nicht leid tun. Ja, mir tut das leid, dass wir eine solche brutale Quote haben. Also, das ist schon verblüffend, gell? Du hast einen Single-Mann für sie, ja, freilich. Es ist nicht einfach, gell? Die Quote ist ja katastrophal. Wen nehmen wir denn da? Meine Freundin heißt Eva. Und ich bin der Adam. Ja, danke. Das kennt man, das war also, oder? So. Oh. Was? Um was geht's? Wir machen das jetzt ganz schnell. Ah, okay. Vergeben? Ja. Danke. Scheiße, oder? Das war nichts. Ich bin schon mal gefragt worden. Ja. Anscheinend bin ich sehr beliebt. Das entscheiden die Frauen? Ja. Aber das freut mich trotzdem. Das muss an den Bart liegen, gell? Ja, ich weiß nicht. Ich finde auch, dass Männer können so schleifen, oder? Ja. Wir haben Schleifen, ja. Ja, nein, wir haben nichts, das stimmt. Ja, bei uns ist das einfach irgendwie geschert. Ja. Was sollen wir machen? Machen wir jetzt so eine Petition, oder? Wir machen schon mal zu Schüdel. Sollen wir Schüdel schreiben? Schild schreiben. Ja, jung, ledig, lustvoll dann sucht. Du mit dem Schild hier durch. Das machen wir jetzt. Na. Hallo ihr beiden. Ganz liebe Grüße aus Dittwar. Mein Freund Raphael schaut euch gerade sicherlich breitgrinsend zu, denn er liebt euch. Bitte richtet ihm doch mal aus, dass die Wäsche sich trotzdem nicht von alleine aufhängt. Lieber Raphael. Eure Katharina. Lieber Raphael, die Wäsche, die hängt sich nicht von alleine auf. Genau. Männer, gell? Das ist schon wieder so typisch Mann, ein bisschen. Und die Hemden bügeln sich auch nicht von alleine. Nein. Und das Schnitzel kocht sie auch nicht verloren. Nein. Was man so alles machen kann, während man uns zuschaut, gell? Man kann durchaus, man muss nicht so da sitzen. Also man kann es natürlich, das freut uns. Ihr müsst uns ja nicht immer optisch wahrnehmen. Man kann ja einfach nur den Sound genießen, unsere Nein, man Stimmen. Man kann ja ab und zu hochschauen, aber ich meine, es muss nicht so sein wie früher, dass man auf der Grobkart-Couch sitzt, Schnittchen und Nüsschen hat und dann einfach schaut und Popcorn. Sich sogar vielleicht sogar was Feines anzieht fürs Fernsehen, das gemeinschaftliche Event. Man kann nebenbei bügeln, aber da muss man schon ab und zu runterschauen, nicht, dass man sich verbrennt. Aber das kann man ja nur, wenn man bügeln kann. Das können Kannst ja du gar nicht bügeln? Ich kann nicht so gut bügeln. Ich sage ja immer, wer bügeln muss, kann nicht Wäsche aufhängen. Ich kann Wäsche aufhängen. Also musst du nicht bügeln. Finde ja. Danke. Ich bügelt einfach jetzt dann nicht mehr. Ja, man muss gescheit aufhängen, ein bisschen ziehen und Dings und dann passt ja, es. Ja, so sehe ich das aber auch. Oder man trägt es dann glatt. Alles kommt wird natürlich glatt getragen. Auch auf den Polyesteranteil an. Ja, das stimmt. So. Ach so, stimmt. Man könnte es glatt tragen. Ja. Dann muss man es aber von Haus aus ein, zwei Nummern kleiner kaufen. Genau, oder wenn man da ganz voll schwitzt, dann hilft es eigentlich einmal, dass dann die Falten rauskondensieren. Also grundsätzlich stellen wir jetzt fest, ja, das sind die Tipps von der Karin. Einfach mal die Sachen zwei, drei Nummern kleiner kaufen, dreilagig tragen und schon muss es nicht mehr gebügelt werden. So schaut es nämlich aus. So schaut es nämlich aus, genau. Ja. Man könnte nebenbei auch die Weltformel errechnen, während man uns zuschaut. Ja, also ja die Dinge da kann man machen, so viel machen. Die erledigen sich auch nicht von allein. Ja, da gibt es wirklich viele Dinge. Die Westküste Asiens müsste mal neu designt werden. Man kann ja eigentlich jetzt mal drüber nachdenken, was man alles machen kann. Wir machen das auch und gehen jetzt mal in die Werbung. Man könnte ein Bild malen, weil die Frau hat Geburtstag am letzten diesen Sonntag. Man könnte was basteln, man könnte was malen. Man könnte vielleicht schon ein Kuchenrezept raussuchen, zum Beispiel. Samberger, einfach lebenswerter. Viermal in und um München. Präsentiert den Wiesenblick.
Stimmung von Markus Stampfl in Wiesen. Unter der Rubrik Stimmung. Ja, stimmt. Also Ja, servus, wir sind hier wieder in der Wirtebox im Hofbräukeller. Neben mir sitzt der Markus Schlaf, weil der hat heute eine Einladung bekommen, wie viele andere Journalisten auch, weil die Brauerei hat heute ein paar Journalisten eingeladen. Und ich freue mich, weil der Markus, der ist nämlich Fotograf. Und den kenne ich schon ziemlich lange, gell? Wir kennen uns sehr lange. Und wie lange fotografierst du schon für... Auf der Wiesn? Ja. Seit 32 Jahren. Siehst du, und für welche Zeitung? Für den Münchner Merkur. Seit 32 Jahren, wahrscheinlich. Seit 32 Jahren. Und gibt es jetzt zum Beispiel irgendein Erlebnis, was der absolute Wahnsinn war für dich? Oder wo du sagst, es war einzigartig oder es ist so unwiderruflich, keine Ahnung? Ja, wir haben mal Anfang der 90er, haben wir den Willi Heide, der war damals Wirtesprecher. Und der hatte mal vor sich hingebrummelt und gesagt, ich würde mal gern zur Bavaria rauf, weil die steht da oben immer so trocken und der würde gerne mal da mal das Bier bringen. Dann haben wir die Feuerwehr organisiert und dann haben wir ihn hochgefahren mit der Maßbier und haben das fotografiert und der war so gerührt, der gute Mann, der hatte Tränen in den Augen und das war der Hammer. Das war einfach unbeschreiblich und hat uns auch unglaublich viel Spaß gemacht, ihm das zu ermöglichen und ja, das ist schon süß. Grandios. Also solche Erlebnisse, die bleiben einem natürlich im Gedächtnis. Dieses Jahr, gab es irgendwas Besonderes schon? Dieses Jahr... Ja, dass du auf meinem Schoß sitzt. Oh, das freut mich aber. Also ich wünsche dir noch einen tollen Abend, eine gute Restwiesn. Bis dahin, wir sehen uns mit Sicherheit noch ein, zwei, fünf Mal. Und wir gehen natürlich jetzt wieder weiter, weil so schnell lasse ich euch nämlich nicht wieder los, weil ich habe nämlich hier noch einen ganz lieben Mensch. Das ist nämlich, hier sitzt jetzt neben mir der Lucky. Der Lucky Käser, ich glaube, einige von euch kennen ihn schon. Der Lucky Käser ist vom Urtaler Hof. Und der Urtaler Hof, der ist da südlich vom Starnberger See, gell? Korrigier mich, wenn es falsch ist. Ja, zwischen Minge und Geimisch, zwischen Murnau und Bad Hölz. So, quasi da. Und da sind nämlich die ganzen Pferde von den Brauereiwägen von Hofbräu. Die sind da das ganze Jahr über und denen geht es saugut, oder? Ja, ja, wir haben einen wunderbaren Aktivhoffenstall, so einen Bewegungshoffenstall. Wir haben keine Box mehr, sondern die Pferde können sich auf ungefähr 100.000 Quadratmeter frei bewegen, täglich 24 Stunden. Sechstes. Und jetzt sind sie hier und da sind sie auch happy, oder? Ja, natürlich. Die Pferde gefallen jetzt unheimlich gut. Die freuen sich. Ja. Die freuen sich wirklich auf die Wiesn. Ich sage das, wir die gern nach Minga fahren, wir die gern Fortgänger. Ein Pferd ist ja neugierig, wahnsinnig neugierig.
Und wenn wir auch so mal Einsätze haben während des Jahres, wie die Pferde mit welchem Elan die in den Anhänger reingehen, in den Transporter, wo sie einfach weggebracht werden, weil sie einfach auch fort wollen, wie wir halt auch mal fort wollen. Oder? Das ist süß, genau. Wie oft seid ihr jetzt damit, die Pferde draußen mit dem Wagen? Ja, jeden Tag. Jeden Tag. Und dann gehen sie wieder heim? Ja, nein, jetzt sind wir während der Wiesn am Zirkus Kronenrentner. Also quasi im Hotel untergebracht. Im Hotel untergebracht, so ist das. Das ist schön. Und du bist auch jeden Tag da? Fast. Also den Urtaler Hof muss man unbedingt einmal gesehen haben, weil da gibt es unser gutes Bier, da gibt es die Pferdeln, da kannst du Kutschen fahren, lernen, üben, wie auch immer. Was hast du gesagt? Ja, reiten und Kutschen fahren. Es kann ja jeder zum Kutschen fahren kommen zu uns, man kann es auch lernen. Vielleicht kommst du da mal, dann lernen es da. Ich komme auf jeden Fall vorbei, weil ich finde die Pferde so schön. Und du hast ja nicht nur die Pferde, du hast ja auch andere Pferde. Und das ist mit Sicherheit ein Ausflug wert, würde ich sagen. So, Luki, jetzt muss ich aber leider Gottes meine tägliche Frage auch an dich stellen. Wenn ich eine Herzlmalerin wäre und du könntest jetzt ein Herzl bemalen lassen, für wen auch immer, was würdest du draufschreiben und für wen würdest du das Herzl schenken? Mei, das ist jetzt sehr schwierig. Aber ich glaube, ich darf meiner Mannschaft, auch die Mädels, die bei mir im Stall sind, die wollen mir das ganze Jahr überhelfen. Und denen darf ich halt einfach mal wirklich meinen Dank draufschreiben. Und was würdest du schreiben? Ja, dass ich mich halt einfach mal bei einer sakrisch bedanke. Und ich werde dann halt einfach mal ein paar Pferdl draufmalen lassen. Mei, süß. Danke dir. Jetzt kriegst du von mir ein kleines Herzl. Vielen Dank. Und ich wünsche dir noch eine tolle Zeit. Wir sehen uns. Danke. Vielen Dank. Und ich gebe jetzt rauf zum, was war das? Ah ja, im Wiesnclub. Da ist nämlich heute der Markus Stampfl mit der Stimmung. Danke. Prickelnde Unterhaltung bei der Wiesnstimmung wünscht Scavi and Ray. Ja, wir sind im Wiesnclub und die Stimmung ist gigantisch. Die ist gut drauf. Warte, die fragen wir jetzt mal. Wer bist du? South Africa. You are South Africa. She is South Africa. You were on the Oktoberfest too? Yes. And how do you like it here now? I love Germany. And the Wiesnclub? And this club, you like this club? Beautiful, awesome. What is better, Oktoberfest or Wiesnclub? Oktoberfest ist besser, aber der Wiesnclub ist, glaube ich, noch besser, weil die Stimmung ist gigantisch und sie ist aus South Africa, spricht nur Englisch, ich habe es auch nicht verstanden, aber gesagt hat, dass sie South Africa ist. Unglaublich, unglaublich. Zurück auf die Empore. Ja, die Band heute dreht richtig auf seit einiger Zeit. Jetzt sind sie hier bei Live and Let Die, die Beatles. Ja. Es wird immer lauter. Es wird immer lauter. Ja. Gegen Ende der Sendung dreht man dann immer, wir greifen dann immer nach hinten. Genau. Falls Sie denken, das juckt oder so, nein. Das auch, aber wir verbinden das gleich. Das Juckende mit dem Aufdrehen von unserem In-Ear. Ja, das ist ja In-Ear. Also da hinten ist so ein Sender. Und das ist hier für den Knopf im Ohr und dann machen wir immer lauter. Liegt es jetzt daran, dass die Batterie schwächer wird oder die immer lauter werden? Oder unser Hörvermögen immer schwächer wird? Ich glaube, es ist alles. Ich glaube, ja. Und abends liegt man dann so da und... Ja, vor allem nur in dem Ohrner-Ohr. Wir sind ja immer so einseitig bestückt. Wir sind Rechts- und Linksträger. Ja. Also natürlich immer so zur Innenseite, damit sie das nicht so sehen. Ja. Also immer so, bei dir ist es das rechte Ohr, bei mir ist es das linke Ohr. Und jetzt schauen wir zum Griebel. Der ist immer noch im Stehbereich mit Zwillingen. Ich konnte es nicht lesen. Es sind offenbar zwei. Die Wiesngeschichten werden präsentiert von Mestemacher, dem Weltmarktführer für ungeöffnet langhaltbare Vollkornbrote und westfälischen Pumpernickel. www.mestermacher.de. Damen und Herren, schauen Sie diese beiden jungen Damen, sie haben auch Dirndl an, schauen fast identisch aus, ich vermute, dass sie eineiige Zwillinge sind. Sie halten auch die Maßung, scheint es von der Trinkhöhe auch ziemlich, wo wir dir ein kleiner Vorschlag. Hallo!
seid ihr von München, oder? No! Where are you from? San Francisco! Nein, yeah. Kalifornien! Yes. Ja, Wahnsinn! Yes. And where you got the dirndls from San Francisco? From Germany! Ah, okay. Authentic! And from you wear it at home also? We ordered it especially for Oktoberfest. But you take it home? Oh, absolutely. Oh, yeah. We gotta wear the German. Is the Oktoberfest in San Francisco? No, there is a fake one. Okay. This is the real one. Okay, fake one. Yeah. Also, Damen und Herren, es gibt ein fake one, das heißt also so ein Oktoberfest, das bei echt ist. Und dann tragst du ja den Lachen in Kalifornien. Wunderbar. Thank you. Es wird auch immer heißer. Ja, das stimmt. Also man lacht das Make-up langsam runter. Sieht man das bei mir? Bei dir sieht man das nicht. Ich habe ja auch keins drauf. Das ist eine sehr feine Haut. Habe auch keins drauf. Sieht man gar nicht. Jetzt ist der Sebastian da. Der war vor dem Ü-Wagen. Hat mich genervt. Jetzt steht er da. Pass mal auf. Damit rechnet er jetzt nicht. Damit rechnet er jetzt. Oh, alle werden hektisch. Na, jetzt versteckt er sich. Sebastian, geh mal her. Grüß dich. Du hast mir vorhin ins Ohr. Als gedacht. Du hast mir vorhin ins Ohr gesprochen. Ich dachte mir, wer ist denn das? Konnte das erst nicht verifizieren. Ich wollte dich extra nicht vorwarnen, weil ich es verdammt lustig gefunden habe. Ja. Vor allem deine Reaktion fand ich sehr, sehr lustig. Ich habe ja gesagt. Ja. Aber das war's ja noch nicht, weil gleich kommt noch der dritte Job. Und dann bist du nämlich Kamerakind? Ja, ich darf Kamerakind machen. Wie früh bei 1, 2, 3. 1, 2 oder 3. Richtig. Und er wollte einfach nur hier irgendwo am Stativ stehen. Ich sage, nein, nicht einfach nur langweilig am Stativ stehen. Sebastian, kriegt der Sebastians Kamera, kriegt er die? Lieber nicht. Ja komm, das kann er doch so umschnüren. Das sieht lustig aus, wenn der das trägt. Egal wie lange es dauert, aber ich will das sehen, wenn der das trägt, was du da anhast. Komm, das machen wir, oder? Hilfst du ihm? Ja, von mir aus. Ja, also, ich habe kein Wort verstanden, weil ich habe kein Ohr. Ich habe keine Ahnung, was du verstanden hast. Wir haben alle gesagt, wir freuen uns drauf, wenn du gleich die Kamera trägst. Ne? Und zwar diese hier. Oh ja. Ja, wie Sau. Ja, das wird lustig. So, und jetzt liest du mal vor, was der Andi da schreibt. Kannst du das lesen? Schausteller Steffi Rio Rapidos. Rapidos. Rio Rapidos. Okay, dann kann er es halt. Na und, dann kann er halt was. Schaut gut aus, kann was, ist gleich Kameramann, einfach so. Manche haben es. Manche haben halt einfach alles. Ja, okay. Das Beste ist. Nee, fass mir dann an. Was? Ja, und dann haben wir die gleiche Lederhosen an. Bei ihm sieht es halt auch noch besser aus als bei mir, obwohl es die gleiche ist. Ich weiß schon Bescheid, aber ich bin hier im Fernsehen und du bist da draußen, wo es kalt ist. So. Ja, jetzt nicht, jetzt bin ich ja auch hier. Von der Wiesn direkt in Munichs feines Table Dance. Boobs Gentleman's Club in der Dachauer Straße 17. Munichs feines Table Dance. Auf der Wiesn geht's ja ohnehin feuchtfröhlich zu. Und wenn der Ohren oder anderes mal wieder übertreibt, dann kann er daher kommen und sich die nötige Abkühlung holen, damit er wieder einen klaren Kopf kriegt. Du, Sascha, ich brauche mal jetzt eine Abkühlung. Wie viel Liter Wasser warten da auf mich? Ja, Steffi, 300 Kubik Wasser warten auf dich, 300 Tonnen, ja. Da kannst du jetzt dich total abkühlen. Ja, das ist viel. Gibt es irgendwas besonders was Außergewöhnliches bei eurer Rio Rapidos Bahn? Ja, weil der Rio Rapidos ist ja keine normale Wasserbahn, es ist eine Raftingbahn, wo die Boote sich um 360 Grad drehen. Ja, und ist halt auch total familien- und jugendfreundlich. Ne? Also wir drehen uns wirklich einmal komplett drum, ja? Genau. So, dann hol ich mir meine Abkühlung und gehe jetzt duschen. So besser, ja? Viel besser. Oh, ich glaube, jetzt gefährt's gar. Ha? Ja, jetzt geht's auf. Ey. Wir fahren jetzt auf eine Höhe von 11 Meter und da schlittern wir dann runter. Klassische Unterbodenwäsche. Oh Gott. Mein Rettungsring habe ich jetzt nicht gebraucht, Gott sei Dank. Aber dafür sind wir jetzt alle duscht. Ja, schauen, da schrauben sie jetzt umeinander. Irgendwas muss da jetzt umgeändert werden. Dass das dann für den Sebastian auch passt. Ja, bist du einmal. Ah, jetzt. Wirklich, das ist Wahnsinn. Wie nennt man das eigentlich? Ist das eine Angel oder so?
Aber ein Easy Rig. Du weißt nicht genau. Easy Rig. Aber das schaut interessant aus. Ja, ja. Ja, jetzt höre ich was. Kann der damit zum Tauchen auch gehen? Und ich finde ja, ich glaube schon. Ich finde das steht am Sebastian brutal gut. Sag mal, ist das auch für den Hausgebrauch? Könnte man das optimieren, dass man zum Beispiel oben dann das Dampfbügeleisen hinhält? Weißt du, dass man das irgendwie, das wäre doch was. Da gibt es so Erfindersendungen und da könnte man doch sowas dann anbieten. Und dann macht man da ein Dampfbügeleisen hin und dann kann man da gleichzeitig, während man München TV schaut, freihändig quasi auch noch Dampfbügeln. Ja, oder zum Aufrahmen, wenn man irgendwie Dinge transportieren möchte, die aber nicht selbst tragen möchte. Ja. Vorsicht. Grüß euch, ihr schaut die ganze Zeit auf euer Handy. Ich merke das. Ihr schaut die ganze Zeit auf euer Handy. Statt hier mal zu schauen, was jetzt da ist. Ihr seid in der ersten Reihe und schaut nur nach unten. Das tut mir echt leid. Seid so, ich will immer nur die sehen. Beim Konzert seid ihr auch schon so welche, die nur das Handy hochhalten, statt das Konzert anzuschauen, oder? Arsch, Mann, so sind wir nicht. So sind wir eigentlich wirklich nicht. Wir sind nur nervös, bei euch da im Fernsehen zu sein. Du warst doch vorhin schon da, du bist immer noch da. Ich war schon. Ich habe jetzt meine Kollegen geholt von der Arbeit. Die wollen auch so gern da sein. Ihr seid auf alle Fälle Nummer 1 im Oktoberfest. Ja, es gibt kaum andere, deswegen ist das leicht. Es gibt Radiokollegen, aber vom Fernsehen jetzt eher weniger. Ja, aber vielen Dank. Aber danke. Ja. Das schon, aber nichts Besseres gibt es nicht, gell? Sein Kompliment. Dankeschön. Vielen Dank. Wollt ihr noch jemanden grüßen? Ja, Markus, der liegt mit Männerschnupfen im Bett. Auwe. Männerschnupfen. Oh. Du, nicht drüber lachen. Nein, stopp. Die Natur ist nicht blöd. Das, so viel muss man schon mal wissen. Die Natur ist nicht blöd. Der Mensch ist blöd, aber die Natur ist nicht blöd. Und es ist so, das sind Viren, die greifen auf Rhinozerosse über, nein, auf Elefanten und auf Männer, nicht auf Frauen. Die Menschheit wäre längst ausgerottet. Ihr versteht es nicht. Also, Ohren müssen wir wirklich grüßen. Ne? Das ist unser Steuerberater, unser Chef so quasi. Ja. Wer ist denn das? Ihr seid nicht im Fernsehen. Ja, wer ist denn das? Wie heißt denn der, den ihr grüßen wollt, der Steuerberater? Hat er einen Vornamen? Andi. Ja, Andi. Also, der Andi. Sei hiermit auch noch gegrüßt. Oh, jetzt hat unser Sebastian auch die Kamera hier. Wow, schaut auch fesch aus. Ach, du liebes bisschen. Und, läuft's? Ich glaube, der macht es gut. Schau mal, die da hinten lachen schon. So. Wie macht sich der Sebastian als Kamera? Der ist so wackeln. Wunderbar, super. 1A Spitze. Da haben wir. Super Haltungsnoten auch, gell? Haltungsnoten, super. Soll ich mal eine Verspielte machen von... Was? Warte. Was macht er denn jetzt? Jetzt macht er irgendeinen... Also, er macht Kunst. Schau. Ja, schau mal hier. Weil Vordergrund macht Hintergrund, du weißt du? Und dann und Schärfeverlagerung und dann, weißt du, das kriegt Wahnsinn. Das Bild ein bisschen Tiefe. Das und schon. Ich glaube, wir geben jetzt mal ab. Du bist so talentiert, du machst so wahnsinnig attraktive Bilder. Ja, bevor das gefährlich wird mit dem Sebastian, hier gehen wir jetzt mal ab und zwar zu den Promis. Die Fanny ist jetzt bei Bruno. Dingens. Bei Bruno. Die Wiesn-Promis werden präsentiert vom Matheser Filmpalast und dem Gloria Palast, Münchens exklusivem Premium-Kino. Wie fühlt sich ein Italiener in Lederhosen? Ja, das ist die italienische Woche, oder nicht? Ja, Wochenende, italienisches Wochenende, ja. Ach so, das, weil ich bin hier. Der erste Italiener ist schon da. Ja, der erste Italiener, aber für mich ist immer eine Gemütlichkeit hier zu sein, mit Freunden. Und mit die Sonne in München, gestern in Rom war regnet und jetzt in München, wir haben die Sonne. Ja, wenn die Italiener kommen, dann muss sich das Wetter ja anpassen für die Südländer. Nicht, dass es denen schlecht geht hier mit dem Wetter. Die Italiener kommen für die Bier, für die Wiesen, für die Frauen, ja, natürlich. Ich wollte gerade fragen, warum lieben die Italiener unser Münchner Oktoberfest so sehr? Weil ich denke, ich glaube, dass wir finden in München das Dolce Vita. Aber wirklich. Ja, wir haben verloren die Dolce Vita in Italien und wir finden die Dolce Vita in München. Aber das ist die Wahrheit. Da
Dann wünschen wir dir heute noch einen schönen Mittag, freuen uns natürlich auf die nächsten Italiener und ich gebe ab auf die Empore. Ja. Die Bodenseeklinik Professor Dr. Werner Mang. Schönheitschirurgie, Top-Qualität zu vernünftigen Preisen. Beratung Praxis München, Maximilianstraße. www.bodenseeklinik.de. Wisst ihr, was ich glaube? Dass dieser Bruno, dass der 1A Deutsch spricht inzwischen. Wenn du ihn normal irgendwie irgendwo triffst und sagst, ja, grüß dich, servus, klar, weil der Autogramm und so weiter. Nein, ich habe vorher noch Kroato. Und so, der spricht, glaube ich, 1A, aber fürs Fernsehen. Ja. Oh, hey, ciao. Hey. Ja, fürs Fernsehen. Der Bier ist ein Gute und der Sau ist ein Wahnsinn. Ja. Du, ich finde, unser Sebastian hinter der Kamera. Das ist schwer, so eine Kamera. Der macht das voll super eigentlich, gell? Ja. Da kommen wir viel besser raus wie vorher. Ja, ja. Oder? Also, du musst ein bisschen nach hinten. Also, weißt du, da sagt man auch. Okay. Da sagt man auch. Der Klang da rum. Man sagt, er hat das Auge. Weißt du, ja, das sind schon schöne Auge, Bilder. Ja, ja. Sogar. Er weiß genau, was er macht. Ja. Das ist einer, der weiß, was er will. Super. Und er verfügt über die Fähigkeiten, um genau dahin zu kommen, was er haben will. Ich finde auch, dass er was verdient hätte jetzt von uns. Ja. Weil er schaut hungrig aus. Ja, eh. Schau mal, jetzt kriegt Sebastian. Er noch. Schau mal, du kriegst jetzt noch eine Wurst. Was so. Gesund, schau. Ja, Gurke kriegt er auch noch. Geht alles. Kriegst du ein Schnittlauchbrot, schau. Hey, musst du arbeiten. Hunger. Ja, eben. Das ist doch so schwer. Du musst doch ein Schnittlauchbrot essen. Das wird alles zwischen den Zähnen hängen. Das schaut super aus. Ja, das schaut super aus. Du brauchst für die Proteine, schau, ja. Schau hier an, Kass. Ja, ein bisschen an Milch. Ein bisschen an Kass. Nein, ich komm gern zu euch. Da kriegt man was zum Essen. Ich will sehen, was da draußen. Der beste Job bis jetzt, oder? Der beste Job bis jetzt, ja. Und hier hängt da was. Jetzt nicht mehr. Machst du ganz gut. Das ist mein Ohr. Wie ist es jetzt mit dem Easy Rig? Ist gar nicht so schwer, oder? Ist eigentlich total leicht. Ich glaube, der geht jetzt nicht mehr. Den werden wir jetzt nicht mehr los. Nein, ich gebe zurück auf die Empore. Wir hätten nichts geben sollen. Ja, jetzt gibst du ab in die Werbung. Ich gebe ab in die Werbung. So, dann macht es der Kameramann. Man kann kauen und essen und filmen. Metro, der Partner für Profis. Dreimal in München. Bruntal, Freimann, Pasing.
hektische Betriebsamkeit hier in unserer drolligen Hopfenlaube. Absolut. Im Hofbräufestzelt, denn jetzt kommen eine ganze Reihe schöner Menschen zu uns. Weil wir haben ja vorher schon gesprochen über das Styling. Und jetzt so haben wir ist. Einige Exemplare hier, exemplarisch für die Trachtenmode 2018. 18. Hier ist der Mann, der in diesem Jahr ein Jubiläum feiert. Das ist nicht der Mann, der ein Jubiläum feiert. Das ist die Frau, die ein Jubiläum feiert. Die heißt aber quasi genauso. Aber hier ist der Mann und... Hier ist der Mann, der ein Jubiläum feiert. Dr. Axel Munz, hier ist der Angermeier. Grüß dich. Euer Jubiläum, ja? Ja. Nein, nicht du, aber insgesamt. Also 70 Jahre Angermeier Trachten, das ist eine Hausnummer. Ja, finde ich auch. Und wir haben uns immer wieder weiter gesteigert. Und 70 Jahre heißt dann für uns nicht sich ausruhen auf den Lorbeeren, sondern immer. Nicht auf den Postsäcken ausruhen aus den 90ern. Ja, genau. Ja, aber das war halt damals in. Was willst du denn machen? Das war damals die Zeit, ja. Ja, klar. So, also, wow, das sind ja noch viel mehr, meine Güte. Kommt doch mal alle hier rein. Schau mal, eine hübscher wie die andere. Unfassbar. So, wen hast du denn da alles mitgebracht, Axel? Oh, Wahnsinn. Ja, lauter hübsche Menschen. Lauter hübsche Menschen, ja. Ja, fang mal an, die ist bei uns zu Hause, die arbeiten alle... Ja, aber schau mal, sowas arbeitet bei dir in der Buchhaltung, ja? Das muss man sich mal vorstellen, was da für Leute arbeiten am Angermeier. Ja, das finde ich auch toll, ja. Die Dame, die kennst du auch, die Eve, die ist Sängerin und sie hat ihr eigenes Dirndl designt dabei. Ja, schau an. Die Steffi, dann natürlich die Playmate, das Wiesn-Playmate. Da bist du ja. Kommst du noch mal extra? Natürlich. Da brauchen wir uns heute gar nicht so ausführlich unterhalten, sondern es geht um die Tracht und du kommst noch mal extra als Wiesn-Playmate. Ich hoffe, also ich würde mich freuen. So machen wir das, genau. Dann haben wir die Eileen. Hallo, mein Schatz. Liebes. Und, dich kenne ich, und hier ist die Nina. Genau, schau, du musst ein bisschen so schauen, dass die Kamera dich auch sehen kann. Jetzt erzählt mir. Boah, jetzt sieht man natürlich alles, was hier angesagt ist in dem Jahr, gell? Ja. Also Tracht als solche ist immer zeitlos, immer klassisch, aber irgendwie auch nicht, weil es ja immer wieder auch dennoch modische Strömungen gibt. Also in dem Jahr zum Beispiel bei Herren, Karohemden sind out. Ich habe gerade noch geschaut, nicht, dass einer eins trägt, wenn ich einen Scheiß erzähle, aber Karohemden sind out, Eileen. Karo-Hemden sind out. So wie du das trägst, weiße Hemden, wie der Max das trägt mit dem Stehkragen, das bei den Männern voll im Trend. Absolut. So, Axel, erzähl, was haben wir denn hier? Hier haben wir eine Lederhose, das ist von der Annette Weber, das ist eine absolute Fashion-Ikone. Die hat extra eine Lederhose für uns entworfen, dann ein schönes Bieder dazu. Das ist von der Distorted People-Kollektion. Du weißt, wir haben ja eine Kooperation mit denen. Die machen ja normal so Streetwear, Urban Streetwear. Aber diese Lederhosen, die war doch bei denen im Shop, habe ich gehört, nach 40 Minuten ausverkauft. Ja, und wir haben sie jetzt nochmal aufgelegt, Entschuldigung. Wir haben sie nochmal aufgelegt und die schon wieder fast am Ausgehen. Also gibt es wieder nicht? Doch, die gibt es doch, aber nicht mehr lange. Aha, okay. Und was haben wir hier von der Eve? Das hast du selbst gemacht, Eve? Ja, ist meine Red Hat Dirndl. Ein was? Meine Red Hat Dirndl. Ach, Red Heart Dirndl. Ein Red Heart Dirndl. Englisch. Ja, es ist Englisch, genau. Englisch. A Red Heart Dirndl. Ja, durchaus. Design hier. Überall das Herz. Ist das, ich schau gerade, sind das Blumen oder auch in Herzform angeordnet? Also hier alles in Herzform angeordnet und hier bin ich jetzt als blumenlastig unterwegs. Wo ist das Herz nochmal? Zeig nochmal. Oh, sehr schön. Könnte auch da sein. Da geht ja auch dein Herz auf, nicht wahr? So, was Das ist aus der Kooperation mit dem Harald Glöckler. Also Harald Glöckler bei Angermeier. Der Glöckler? Das ist ja nicht die erste Kooperation. Nee, der hat ja schon vor Jahren, hat er schon mal was mit euch zusammen gemacht. Ja, vor 12 Jahren, das war damals mit der Palina. Da haben wir einen Monroe-Dinsel gemacht. Aber jetzt hat er eine sehr umfangreiche Kollektion gemacht. Und ich muss sagen, die ist wirklich gut geworden. Er hat sich nämlich darüber aufgeregt, dass jeder jetzt irgendwie in Tracht macht und in seinen Augen nicht so, wie es sich eigentlich gehört. Gell? Und deswegen hat er das gemacht. Er will ja was Opulentes, er hat ja Barock-Rokoko-Sachen mit drin in seiner ganzen Kollektion. Aber sie ist schön geworden. Ja? Und hat er sich euch als Partner geholt. Was haben wir denn hier? Das ist von der Astrid Zöll. Ah,
Das ist ein Dirndl von der Astrid Söll Kollektion mit transparentem Rücken. Was? Wir das mal ganz kurz anschauen. Ja. Boah. Und das ist bestimmt wahnsinnig aufwendig, sowas. Ich kenne mich nicht aus, aber ich kann es mir vorstellen. Warte, jetzt kommst du auf die Seite. Ja, jetzt musst du hier rüber. Fernsehen ist wahnsinnig kompliziert. Kompliziert. Schau, jetzt ja. Stehst du hier. Genau, okay. Und jetzt machen wir die Aileen weiter. Oder die Nina. Und dann haben wir natürlich noch ganz viele schöne klassische Sachen. Nostalgische Elemente, die schließen. Hochgeschlossen, aber trotzdem sexy. Und ich. Das lässt natürlich Männer im Unklaren. Was ist denn jetzt? Ja, das ist ja gerade das Tolle daran. Vergeben, nicht, unentschlossen. Was denn nun? Ne? Das, also das ist so. Muss man herausfinden. Aha. Ja, was hast du an? Das ist immer schwerer für uns. Ja, echt. Was hast du? Einfach ein bisschen modisch interpretierter, ganz altes Latzdirndl. Finde ich auch sehr hübsch. Also das scheint mir wirklich so diesen ganz alten Schnitt entnommen worden zu sein, oder? Also dieses nostalgische, traditionelle, das ist auch sehr stark und sieht auch schön aus. Dann haben wir hier die Karin. Und jetzt haben wir hier das Model Karin. Das absolute, unser Jubiläumsdirndl 2017. Mit hier Blüten auch am Kragen und am Rock und steht dir natürlich unfassbar gut. Vielen Dank. Mir gefällt es auch alles gut. Mei, wo geht's denn hin? Also was ist denn im nächsten Jahr? Ach, was ist im nächsten Jahr dann angesagt? Wisst ihr das jetzt schon? Ab wann macht ihr euch Gedanken dazu? Spätestens Ende November. Ja? Also wir analysieren jetzt die jetzige Wiesen und dann fangen wir an, Stoffe neu zu machen und so weiter und so fort. Was geht denn gut derzeit? Was läuft? Läuft sehr viel derzeit, ja. Ja, aber was genau, welche Trends sagt ihr? Ja, das zeichnet sich schon ab, das ist im nächsten Jahr noch stärker. Ja gut, ich meine zum Beispiel diese Lederhosen, die im Vintage-Look sind, die sind eben so stark. Auch die, genau. Das ist halt jetzt eine Green, aus der Greenline-Kollektion. Das ist eine vegetabil gegerbte Lederhose, das heißt ohne jegliche Chromzusätze, also absolut naturrein. Das ist eine vegane Lederhose. Vegane, ja, könnte man jetzt sagen. Vegetabil gegerbt. Ja. Sagen Sie das zu Hause dreimal ganz schnell hintereinander. Das ist eine vegetabil gegerbte Hose, eine vegetabil gegerbte. Sehen Sie? Vegetabil gegerbt. Vegetabil gegerbt. Ich glaube, den Franken geht es leichter von der Zunge. Vegetabil gegerbt, Torch. Aber nee, weil wir haben ja als erstes Trachtenunternehmen überhaupt eine Greenline-Kollektion, also eine nachhaltige Kollektion. Das ist zum Beispiel hier auch. Das ist also alles. Du bist nachhaltig, ne? Ja, sie ist nachhaltig. Du warst der, jetzt sagen wir es doch einfach mal. Du warst der, der die Idee hatte, der gesagt hat, ich will das, ich bin auch der Chef und ich glaube daran und ich möchte das durchsetzen. Und viele, wie sie hier stehen, haben gesagt, aber du hast dich durchsetzen müssen intern. Haben die sich alle schon entschuldigt? Weil es läuft ja, glaube ich, ganz gut, diese Linie. Nee, mit Entschuldigung ist natürlich nichts bei uns. Aber sie haben es wenigstens eingesehen. Ja, also Biotrachten gibt es auch. Wunderbar. Also da es so schön immer bei euch ist, haben wir uns gedacht, damit du mal wieder was Neues auf deinen Kopf trägst. Okay, jetzt ein Stirnband. Nee, was Cooles. Oh. Schaut mal. Yeah, what's up? Check it out. Für dich habe ich auch was dabei. Kannst du bereiten. Ist das auch für mich? Noch eine schöne Kette. Nein, das ist für Sie eine Bürgerkette. Eine Fußkette für mich. Vielen Dank. Die ist ja wunderschön. Vielen Dank. Die passt gut dazu. Ja. Zu sämtlichen Dirndln, die ihr jetzt hoch. Danke. Ja, bestens. Vielen Dank für den Besuch. Wo geht's denn auch hin? Wo du uns einlädst. Ich bin ja noch hier eine ganze Weile. Gut, dann fangen wir dich draußen ab. Aber jetzt schau mal hier, was du hier alles im Schlepptau hast, hör mal. Ja. Die gucken ja alle und sagen, boah, das ist doch was hat der, was ich nicht habe. Ja, einen ganzen Schrank voll Trachten hat er. Das wird ein Show laufen. Ja, viel Spaß euch allen. Eine schöner als die andere. Ja, aber wirklich. Wahnsinn. Euch allen noch viel Spaß. Genau. Vielen Dank für den Besuch. Wir sehen uns wieder. Danke euch allen. So, und wir schauen zum Barry Werkmeister. Fangermandel, Spröder, immer noch. Okay, merci. Die Alpina Bahn. Präsentiert Barry Werkmeister. Not macht erfinderisch, ist ein altes Sprichwort, gell? Ja. Corinna? Das mit den Single-Männern ist tatsächlich nicht einfach heuer. Nein, gar nicht einfach. Also jeder, den ich heute gefragt habe, war vergeben. Deswegen werden wir Hilfsmittel verwenden. Da schau her. Ich habe jetzt ein Hilfsschild, mal schauen, was da für Kommentare kommen. Du gehst gespannt. Direkt drauf zu und dann schauen wir, was rauskommt. Ja. Auf geht's. I'm looking for a man. What do you want though? Mid-30. Yeah?
How old are you? I'm 30. Also er ist 30. Yeah, but like, he needs to be strong, good, tall, good looking. Yes. I'm fucked. Ja, genau. Groß. Groß. Aber du siehst, so ein Schild funktioniert. Ja, so ein Schild funktioniert. Also ich meine, er war jetzt zu jung, aber der war gut, der Bursch. Vergeben oder frei? Vergeben. Also hast du aber kurz überlegt. Ja? Kurz hat er überlegt. Eine wichtige Frage. Bitte. Bist du Single? Ja. Ja? Schockstarre, das ist der zweite in Kürze. Alter? 33 Jahre. Wintersport? Machst du Wintersport? Ich fahr Ski, ja. Okay. Ja. Oh. Also auch, Snowboard, ja. Drift, Ski würde gehen, oder? Das ist in Ordnung. Dann vermeiden wir die Ziehwege. Ja. Und reisen? Liebst du reisen? Ja, in 3 Wochen fahre ich nach Thailand, mache da eine Rundreise. Nächstes Jahr soll es Myanmar sein. Also ich bin gerade so ein bisschen auf dem Asientrip. Du hast das Klopperl, ich hab's nicht. Ah ja, stimmt, ich hab's. Ja. Irgendwie knistert es hier gerade so. Es knistert schon so ein bisschen. Ja, also. Ich weiß deinen Namen noch nicht mal. Ja? Corinna. Corinna, hi, ich bin Johannes. Und die beiden da, für die geht's dann dahin. Für unsere Gewinner geht es gemeinsam mit mir am ersten Wochenende nach der Wiesn zum Entspannen und sich näher kennenlernen in das schöne Kuhhotel in Waidring. Es erwartet euch ein 2-Tage-Verwöhnprogramm mit E-Bike-Tour, großem Barbecue und relaxen im hoteleigenen Spa mit In- und Outdoor-Schwimmbad. Sei mit dabei und bewirb dich jetzt auf wiesentraumpaar.de. Viel Zeit haben wir nicht gehabt, aber manchmal dauert es länger, um was Richtiges zu finden. Das war wunderschön. Bis morgen. Servus. Ich habe auch eine private Nachricht bekommen per WhatsApp, und zwar von der Manu. Die hat nämlich geschrieben, also weil es ja darum geht, was machen Leute während der Sendung. Ja. Sie hat geschrieben, zuerst während der Sendung geschnippelt, dann gekocht, noch Nägel lackiert und natürlich mich davor extra für deine Sendung umgezogen und aufgehübscht. Das hat was. Dankeschön. So mag das ich ja das. Ist ja nett. Das ja. Sieht man auch. Hä? Sie hat sich sehr hübsch gemacht. Das sieht man, ne? Ja. Mhm. Wenn man ganz genau hinschaut. Aber die Fenster kannst du mal wieder putzen. Das hinter dir, da sieht man das in der Spiegelung, das stimmt, ist ja, ein bisschen verwischt, also das ist schwierig. Was, genau rechts oben, ja, genau ja, da. Genau. Da muss ja. Doch, genau. Noch ein bisschen, ja, jetzt passt. Gut. Du, ich finde, das hat auch jemand jetzt auf den Punkt gebracht. Was denn? Ich habe gerade ein bisschen neu gelesen in deine E-Mails, die du da immer so erhältst. Unsere E-Mails, vor allem unsere die meisten E-Mails. Gehen an dich. Ah, so toll, dass sie da ist, und Niederbayerin. Ah, ich kriege kaum noch Mails. Alles nur, die Karin. Liebe Zuschauer, bitte schickt's doch an wiesn@münchen.tv E-Mails an den Alexander Onken. Nein, ich brauche das nicht. Doch? Ach, weil er schaut halt wieder nett, ganz zauberhaft aus, finde ich. Ich freue mich ja, wenn sie dich so mögen. Ja, ich freue mich auch. So, was schreibt aber er denn jetzt? Der Andi. Ja, der hat es auf den Punkt gebracht. Was denn? Habe die Ehre, Karin und Alex, was ist denn los bei euch? Verdurstet ihr heute eigentlich? Nicht? Ihr habt ja noch gar nichts getrunken heute. Also dann zum Wohle. Gruß, Mani aus dem schönen Oberbayern. Das stimmt. Also ist fast leer. Ich finde. Wir trinken tatsächlich immer heimlich. Mhm. Aber ich finde, wir könnten auch mal mit unseren Zuschauern jetzt trinken. Ja, hast du einen Trinkspruch drauf? Ich habe gehört, von deinem Freund habe ich gehört, du hast 70 Trinksprüche auswendig gelernt für die Sendung. Das stimmt überhaupt nicht. Nicht auswendig gelernt. Aha. Ich habe nur Repertoire, darauf kann ich dann zurückgreifen. Ja, dann lass mal raus, komm. Ein Trinkspruch. Ja. Eine Ziege wurde arbeitslos. Da dachte sie sich, was mache ich bloß? Da kam ein junger Bock daher und sie gründeten eine Ziegelei. Kommt da noch ein Prost vor oder sowas? Prost! Ah! Das muss man sich ja selber denken. Ja, ich brauche das Kommando. Also, Entschuldigung. Ich denke ja noch über die Story nach. Ja. Den tieferen Sinn, den Inhalt. Vielleicht was ich mir für das Leben rausnehmen kann. Dieser Spruch ist ja eine Schablone auf das Leben auch ein Stück weit. Ja, irgendwie schon. Aber vielleicht kann man auch per E-Mail ein paar gute Trinksprüche kriegen. Das darf mich auch immer gefreuen. Welche weitere mein Repertoire sehr gerne. Repertoire. Wir müssen ja noch deine anderen 69 Sprüche jetzt anbringen in den nächsten Tagen, gell? Das stimmt. Das wird schwierig. Aber das ist lustig. Ziegelei. Also, falls ich es noch nicht erwähnt habe, lustig. Ich glaube, ich habe mal falsch gesagt. Echt? Ich glaube, mein Papa schimpft jetzt gerade. Na, pass auf. Niemals sowas sagen, sondern einfach stehen lassen. Weißt okay. du so? Dann denken die Leute, ach so, also dann habe ich ihn einfach nicht verstanden. Wenn du jetzt sagst, vielleicht habe ich ihn falsch erzählt, dann denken die alle, meine Güte, hat es wieder nicht. Nein, also du musst schon. Punkt. Weißt okay, du? Ich habe meine geübt. Ja, nee, das war. Und Ziegelei, Punkt. Das wäre ihr Stichwort gewesen zum Lachen. Dann kam das Prost. Dafür hat es die Kunstpause gemacht. Ich hoffe, sie haben gelacht. Genau.
Und jetzt schauen wir zum Stampfel. Da ist auch super Stimmung beim Stampfel. Immer. Vor allem im Wiesenclub dann auch, wenn er hier nach der Wiesen noch in den Wiesenclub geht und da feiert. Prost. Prickelnde Unterhaltung bei der Wiesenstimmung wünscht Scavi and Ray. Der kitzelt mein Glatzen. Kommt mal mit. Wiesenclub. Stimmung ist gigantisch. Hoppala, was geht ab? Alkohol auf meine Knie. Wahnsinn. Servus, wer seid ihr? Hi. Wart ihr auf dem Oktoberfest auch schon? It's great. Having a great time. Oh, great time. Great time. Only English. Let's go. Only English? Only English? Only English. Only English. Let's go. Father, father. Servus, wer bist du? Die hat Angst vor mir. Sprichst du Deutsch? Live auf Sendung. Live auf Sendung, da ist die Kamera. Wer bist du? Servus, ich bin der Stefan. Der Stefan, warst du auf dem Oktoberfest auch schon auf der Wiesn? Warst du auf der Wiesn ja, auch schon? Ja, ich war auch schon auf der Wiesn. Wie lang? Von 5 bis um 11. Oh, und jetzt zum Wiesenclub, wie lange noch? Ja, natürlich, muss ja sein, oder? Ja. Woher nimmst du die Kondition? Aus meiner Energie aus München. Ein echter Münchner, oder? Ja, ja, natürlich, natürlich. Also weiter feiern und wir gehen zurück auf die Empore. Hallo ihr beiden, ich bin gerade auf Dienstreise in Rom. Und das einzig Wichtige auf Dienstreisen während der Wiesnzeit ist für mich, rechtzeitig abends im Hotel zu sein, um euch im Livestream zu sehen. Als echte Münchnerin ist es nicht leicht, während der Wiesn nicht daheim sein zu können. Aber mit eurer Show jeden Abend bringt ihr ein Stück München in jedes Hotelzimmer. Das ist schön. Liebe Claudia, im sonnigen Rom. Das ist so lieb. Das freut uns. Ja. Da wissen wir, warum wir das hier machen. Ja. Warum wir uns den 380 Dezibel aussetzen. Also laut ist es doch gar nicht, was? Genau. Schauen wir mal ins Zelt, dann kriegt die Claudia auch richtig Stimmung mit. Ja. Hier mit dem Alois Altmann und seinen ESA-Spatzen. Yesterday, come on, say it with me. Country roads, take me home to the place. Oh, I'll be home. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, take me home to the place. Die Tati hat geschrieben, und zwar den Trinkspruch. Das Leben ist an manchen Tagen halt nur im Vollrausch zu ertragen. Und noch was, Onkel der Bazzi nimmt das schiere Kappe ab. Dreh es jetzt um. Was hältst du denn davon? Ist das schaut auch gut aus. Ist das cooler? Hat aber das da wirkst du irgendwie so distanziert. Wieso? Ja, das ist so ein bisschen so der Coolness zu viel. Findest du? Ein Duttel zu viel Coolness. Das ist aber auch kein Duttel mehr, das ist ein ordentlicher Dutt. Das ist ein Dutt, ja. Das ist fast schon eine Feststellschraube. Ich nenne es Haarknödel. Haarknödel. Komm, wir trinken. Wir trinken eine Zwei. Auf die Tati mit ihrem tollen Trinkspruch. Prost. Schauen zum Griebel. Der hat was gefunden, mein lieber Schwan. Also das ist was Seltenes. Eine Amerikanerin ohne Tracht, stellen Sie sich das mal vor. Das ist Wahnsinn. Hier sehen Sie Dinge. Boah.
Die Wiesngeschichten werden präsentiert von Mestemacher, dem Weltmarktführer für ungeöffnet langhaltbare Vollkornbrote und westfälischen Pumpernickel. www.mestemacher.de. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute wieder im Stehbereich des Hochbräufestzeltes. Ich sage Ihnen was, hier tobt das Leben, auch schon mittags. Das muss man ganz einfach wissen, bei Amts kommt es gar nicht mehr rein. Wahnsinn, wie sie alle sich freuen, wenn sie im Fernsehen sind. Wahnsinn. Alter, da hinten ist jetzt irgendeiner, der wahrscheinlich einen Flug auf Ex dringen muss, aber man weiß nicht genau, wer es sein wird. Es ist großartig. Und dann natürlich jetzt nicht nur Männer, das ist auch mir ganz wichtig. Entschuldigung, darf ich Sie fragen, wie haben Sie eigentlich Quartierendl an? I don't speak German, I'm sorry. Ah, you have to have a Dirndl. If you speak English, you have to have a Dirndl. You know. I didn't know. Especially from America, you have to have a Dirndl. You know what a Dirndl means? No, I do not. this skirts with a lot of we color. We have them. We just got here. Just an hour ago. We did. So that's we a fault. But we will wear that tomorrow. Have fun. Thank you. Es ist die erste Amerikanerin meines Lebens, die auf der Wiesn Dirndl hat. Eigentlich müsste ich jetzt vor Glück im Boden versinken, zumindest Russland. Schauen Sie, ein Biergrab halten von uns auch. Es ist Wahnsinn. Prost, gell? Wir spielen jetzt ein Spiel. Das war früher schon toll und was damals toll war, ist ja heute nicht schlecht. Und dann probieren wir es einfach mal. Jetzt schau dir mal den Mann an. Ja. Ich glaube, der hat einen Vornamen. Obwohl er ja so martialisch dasteht. Ich glaube, der hat einen sehr weich klingenden Vornamen. Was sagst du? Ich glaube, der hat eher so sowas wie Manuel. Nein, glaube ich nicht. Was glaubst du? Horst. Pass auf. Gerste, wie heißt du mit Vornamen? Georg. Georg. Es geht in die Horst-Richtung. Ja, finde ich. Hast schon recht. Danke. Was glaubst du, was macht er beruflich? Ich glaube, er ist so im Bauamt tätig. Bauamt? Was machst du beruflich? IT-Techniker. Na, der hockt nur rum an der Tastatur, der ist nicht am. Wobei im Bauamt, im Amt hockst du auch nur am Schreibtisch. Auch nur am Schreibtisch, ja. Das habe ich gesehen, dass er eher so ein Schreibtischtäter ist. Er hat einen Hund. Nein, ich glaube, er hat eine Katz. Oder Fische? Ich sag Hund. Hast du ein Haustier? Fische. Habe ich es doch gesagt? Wahnsinn. Ja. Ich merke, du bist schon länger in dem Geschäft. Ja, es steht 2-1 für dich. Also, okay. Ja, das reicht. Christi, also, Georg, der Schorsch, genannt Girgel, ITler und du hast Fische. Her? Ja, so sieht's aus. Ich habe auch Fische. Super. Ich sag dir was, ich habe Forellen. Ich habe Malawi-Buntbarsch. Malawi-Buntbarsche. Jawohl. Malawi, da kann man sich doch impfen dagegen oder auch nicht. Nee, das ist Malaria. Das sag ich doch. Malawi ist der See in Ostafrika. Nee, ja dann. Aber ich habe Forellen und weißt du was? Jetzt ist das Wasser im Moment, ist es sehr klar. Glaubst du es? Ich habe seit 2 Jahren sowas, habe ich den Teich. Und ich wusste, da ist ein Karpfen drin. Ein kapitaler Bursche. Aber jetzt, gestern, kommt da einer hoch, ein Kollege. Ich denke mir, dich habe ich ja noch nie gesehen. Ein Hecht, ich sag's dir, bestimmt ein Meter. Ein Hecht? Da drin. Also Wahnsinn. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, weil der frisst mir die Forellen auf. Die Hälfte ist schon weg. Am besten den Hecht angeln. Schon, gell? Sollte ich. Aber jetzt, was mache ich dann mit dem Hecht? Ich habe schon gegoogelt, man kann Hechtklöße draus machen, weil das Fleisch ist angeblich sehr trocken. Ich habe keine Ahnung, aber... Du hast doch Malariafische, du wirst doch irgendwas wissen. Malawi-Buntbarsche im Aquarium, das ist richtig, aber kein Hecht. Das ist so feinsinnig, gell? Nimmst dir manchmal einen Stuhl und schaust einfach nur rein, eine Stunde lang oder so. Ja. Worüber denkst du dann nach? An gar nichts. An Mikroplastik in den Weltmeeren? Nö, gar nicht. Ich genieße einfach die Stimmung im Aquarium. Georg, ich merke schon, das erdet dich, das bringt dich in deine Mitte. Du bist auch hier ganz ruhig, dich kann überhaupt nichts aus der Ruhe bringen. Wenig. Ja. Was möchtest du? Ein Herz für meine Frau. Er möchte ein Herz für seine Frau. Karin, jetzt bist du gefragt. Wie heißt deine Frau? Gisela. Gisela. Gisela und ein schöner Georg. Name. Doppel-G. G&G. Gigi. Gigi Anderson. Gigi Anderson.
Claudius, bringst ihr mit. Bitteschön. Ha. Gisela, ich wollte dich grüßen, ich liebe dich. Oh. Das ist das erste Liebesgeständnis. Ja, seit wann habt ihr euch denn? 15 Jahre. Und er sagt es immer noch so, dass man weiß, er meint es. Ja, ich glaube, er meint es. Ist nicht so, also ich glaube ihm das. Ist nicht so, dass man jetzt irgendwie spürt, dass er zittert und sagt, ich muss das jetzt schnell loswerden, weil sie gesagt hat, ich soll sagen, dass er sie liebt, weil wenn er sonst heimkommt und er hat es nicht gesagt, dann gibt es aber einen. Nee, so ist es dann nicht. Er spürt es. Deep inside. Ja. Genau so ist es. Bewahrt euch das, das ist schön. Ja, das danke, ist echt schön. Machen wir. Alles Liebe, sagt man dann für euch. Ja? Genau. Und wir schauen jetzt kurz in die Werbung. Kurz zusammengefasste Verbraucherinformationen für Sie. Zu einem bunten Blumenstrauß der Werbung geschnürt. Danach sehen wir uns gleich wieder. Bayerischer Fliesenhandel, die Welt der Wohn- und Objektkeramik.
Servus, ihr zwei Hübschen. Zum Hechtproblem. Den Hecht fangen, Filets rausschneiden, das Filet mit Speck einwickeln und in Butterschmalz ausbraten. Super lecker. Und ein Trinkspruch gibt's oben drauf. Ein Bauer geht ans Scheunentor, steckte seine Spritze durch die Ritze. Hinten fällt die Sense um. Weg war sie, die Spritze. Prost. Das liest du vor, so ungeniert, gell? Ja, cool. Kanntest du den schon? Ja. Na, der ist super. Aber kanntest du schon? Habe ich schon mal gehört, glaube ich, irgendwo, ja. Vielleicht solltest du ein Trinkspruchmuseum aufmachen oder einen Trinkspruch-Blog im Internet. Ja, stimmt. Du hast mal Tagebuch gesagt, gell? Heute sagt man Blog. Ja. Oder so eine Trinkspruch-Fanpage auf hast Facebook. Hast du Trinkspruch gesagt? Trinkspruch? Ja, Trinkspruch-Fanpage. Ja, das liegt an dem ganzen Drinks. Ja. Yeah. Drinkspruch. Ja, das ist auch international. Ja, finde ich auch. Drinkspruch. Und nach drei Stunden Bier. Ja, yeah, Bier. Das ist ein Drinkspruch. You know, I love beer. I love Oktoberfest. Yeah, and, you know, I don't understand anything, but, you know, Oktoberfest and beer is great. Ah, oui? Yeah, yeah. C'est bon. Da haben wir doch gehört, das war doch der Ding. Der Eddie, glaube ich. Der da heute geschrieben der hat aus Chicago. Versteht kein Wort, ja, aber. Ja, aber hurra. Aber die Atmosphäre passt. Geile. Ja. Ja, manchmal braucht es keine Worte. Das ist so wie mit der Musik. Manchmal braucht es keine Musik. Nein. Nein, aber es wurscht, in welcher Sprache da manchmal gesungen wird. Wenn er das mit dem richtigen Gefühl macht, dann weiß man schon, stimmt, was er meint. Oder das stimmt. Sie. Das stimmt. Okay. Wir haben mal in der französischen Schweiz gespielt. Aha. Und da hat uns keiner verstanden. Habt ihr zu schnell gespielt oder was? Wir haben nicht gewusst, dass die nur Französisch reden. Und dann haben wir das aber erst vor Ort erfahren. Und dann haben wir versucht, in unserem schlechtesten Französisch so ein bisschen zu moderieren dazwischen. Und haben aber die Songs natürlich auf Bayerisch gesungen. Und die Leute hat es, glaube ich, gefallen. Und es war einfach so der Beweis dafür, dass nur die Musi braucht, oft. Und der Text halt nur ein Beiwerk ist. Aber auch wichtig. Sie hörten ein Referat von Karin Obermeier, der Obermeierin, zum Thema die Musik im Allgemeinen als Völkerverständigungsinstrument. Ich brauche eh noch ein Bachelor-Arbeitsthema. Ach, machst du jetzt auch einen Doktor in Musik oder was? Bachelor? Ja, aber das ist doch nur der Anfang. Doktor ist ja ungefähr der dritte Schritt. Ja, sicher, aber du musst ja think big, you know. Ja, ja, nein. Willst du mal, so wie hier der Hofmeier, der ist ja Professor der Tuba. Willst du Professorin der Trompete werden? Nein, das kann ich nicht. Da müsste ich üben. Du hast Smoke on the Water gespielt vorhin, du kannst alles. Gell? Und atemlos auch noch hinterher. Ja. Und jetzt kommen übrigens lauter Wünsche. Jetzt haben wir was losgetreten. Jeder möchte jetzt irgendwas hören. Das ist cool, ja? Ja, ach, ist cool. Ja. Ja, irgendwann haben wir nur noch eine Instrumentalsendung hier. Auch nicht schlecht. Dann sitze ich nur da, trinke und esse und du machst einfach, du spielst, du willst überhaupt nichts mehr reden. Ja, oder du singst halt dazu. Nein, das will keiner hören. Ich singe so, wie ich tanze, glaube ich. Ja, aber das Problem beim Trompetenspielen ist nämlich, dass man nicht dazu singen kann. Also ich kann ja eh nicht singen. Das aber stimmt doch gar wenn nicht. Ich halt spiel, in eurem neuen Video von den Blechbixen. Ja. Ihr habt doch das von der Niki. Ich bin ein bayerisches Cowgirl, habt ihr gecovert. Da singst du auch. Ja, zweite Stimme. Das kriege ich dann schon hin. Aber das wäre im Studio dann auch immer schön gemacht. Ja, oder tust du dann nur so wie wenn? Nein. Also im Video tust du so wie diese, ja, im Video wie diese Malaria-Fische vom Georg an der Scheibe. Immer. Ja. Und die anderen singen. Genauso, wie ein Fisch. Ja, Blechbixen, sowas wie Milli Vanilli. Nein, wir singen wir schon live. Ah, dann doch. Ja, also bei unseren Konzerten singen wir natürlich live und da singe ich halt zweite und dritte Stimmen, aber unser Goldkehlchen ist eben die Judith. Die lernt sie jetzt dann auch bald kennen, die gibt es ja schon vom letzten Jahr. Ja, genau. Gut. Worum geht's jetzt eigentlich? Stimmt, wir wollen auflösen. Wer kommt denn nächstes Jahr aufs Floß drauf? Hier mit München TV und der Versicherungskammer Bayern. Ha, wir haben wieder schöne Selfies bekommen. Ja, Wahnsinn. Schau mal hier, Heike. Das ist lustig. Das ist echt lustig. Die ist recht dekoriert hier, die Kathleen oder Kathleen. Kathleen. Christine und Christian. Marianne, das schaut grübig aus. Die passen aufs Los eigentlich. Ja, die allein schon gleichen Hut auf. Aber wir schauen noch weiter. Hier haben wir drei, die müssten sich wieder streiten. Moment mal, ist das die Melanie Müller? Weißt du schon? Ja, ja, stimmt, die schaut so aus, gell? Diese Nacktmull. Kann sein. Schon, ne? Warte mal, er mit dem Bier. Der Rolf. Ah, der macht der Rolf im Anzug.
Was haben wir noch? Oh, jetzt haben wir. Ich soll ja nur die Pfeile nehmen, haben sie gesagt. Nur die Pfeiltaste ist wieder völlig verrutscht hier. Sind das schon die richtigen? Ja, genau. Was haben wir noch? Oh, das finde ich auch lustig. Hier, schau mal. Ihm scheint es gar nicht so viel Spaß zu machen. Das, aber jetzt könnten wir ihn natürlich. Ja, eben. Jetzt könnten wir ihn entschädigen, gell? Ja, gut. Aber was sagst du? Was sagst du? Also ich finde ja die zwei mit den Hirt ganz lieb von der Bavaria. Ah, die da oben. Sie hätte es zwar fast nicht mehr aufs Foto geschafft. Christine und Christian. Aus, ja. Christine und Christian, gut, dann machen wir das jetzt. Na, hier, jetzt machen wir es groß und jetzt machen wir es amtlich. Ihr zwei, ihr schaut auch wirklich so aus. Vielleicht waren die sogar schon mal auf dem Flur. So schauen es auch aus. Aber dann, ja, warum denn nicht? Komm, Christine und Christian F. Ihr seid nächstes Jahr dabei. Auf dem Floß von München TV und der Versicherungskammer Bayern. Herzlichen Glückwunsch. Richtig. Hast du einen Trinkspruch drauf? Sitzt der Hahn heute auf der Krähe, ist die Henne nicht in der Nähe. Prost. Ja, man muss es auch manchmal auf Nulllinie bringen, damit man sich ab da wieder steigern kann. Wie? Oder? Der war so. Doch schön. Nein, der war so super. So landwirtschaftlich irgendwie. Was die Bauern. Warte, darf ich kurz? Oh, vielen Dank. Bitte gerne. Jetzt ist der Gregor schon weg. Ja, ja, weißt, kaum ist der weg. Voll mein Holz. Ach, jetzt, und jetzt lang ich ja noch hin. Dann, ja, jetzt passt. Glaube ich. Jetzt voll schon auseinander. Nein, ich mach's nicht. Erst aber. Was? Ja. Der kraut's vor gar nichts, gell? Nein, das war ja nicht da. Bäm! Und jetzt die Wiesengrüße aus dem Höllenblitz. Die Wiesengrüße werden präsentiert von Möbel Höffner. Ich bin Philipp, ich komme aus der Schweiz. Ich bin Natalie, ich bin 23. My name is Yeonjun Park, I'm from South Korea and now at the full time I study car design. Wir sind ganz spontan hergefahren, also es ist nichts geplant, wir schauen bloß ein bisschen rum. Ich bin zum ersten Mal hier. Coming here 6 months ago. Heute zum ersten Mal auf Wiesn. Ich kann nicht Wiesentisch reden, hä? Versteht mich niemand. Yeah, riding a roller coaster is the first time to German. Es ist alles neu, es ist alles cool. Bier trinken, eine schöne Zeit haben. Oh mein Gott! Ja, einfach das Leben geniessen. Ich mache es nicht, wie ihr seht. Ich möchte gleich neun grüßen an Ravensburg, das ganze Team und ganz besonders Luca. Grüße, wie ihr euch kennt. Oh mein Gott! Mein Lehrmeister, meine Freundin. Ich grüße all meine Freundin aus Dresden. Und meine Mutter. Hallo, bitte. Hallo, Mutter. Ja. Wunderbar. Ja, ich wünsche allen ganz viel Spaß auf den Wiesen. Hast du dich Mami dabei? Nein, oder? Was? Hast du deine Mutter dabei? Nein. Ja, also eben, ja, genau. Ja. Man muss halt aufpassen, was man sagt. Kaum, dass man erwähnt, dass du Trompete spielst, dann wollen sie alle, ihr, das ist mit dann ja wie zum DJ. Hast du auch atemlos? Ja. Und kaum sagt man, sie kann Trinksprüche, auf einmal haut sie hier Vorschläge aus. Das ist total cool, da gehen wir ständig E-Mails rein mit super guten Trinksprüchen. Komm, lies den mal vor, weil der ist lustig. Vom Olli. Wenn einer melken will einen Stier, Wasser lieber sauft als Bier, einen Gockel mit Messer und Gabel frisst, dabei beim Fenster einen Leiter vergisst, meint, es ist ein Gams, dabei ist ein Gors, an jeden Scheißdreck besser war's. Leid der Horst, die Zehen zusammenbeißen, das sind keine Bayern, das sind Preisen. Prost! Hat die Blume einen Knick, war der Schmetterling zu dick. Der war von der Maria. Komm, wir gehen noch zur Kundschaft. Ja. Oh. Und dann rennen sie mal rum, dann werden die Stative wild hin und her geschoben.
Oh, steht der Tisch zu dicht dran. Das ist Wahnsinn, Heidi. Mein Gott, ich bin so unaufmerksam. Ich hätte ihn gleich von Anfang an weiter wegschieben sollen. Ich hab den schon mal weggeschoben, Heidi, aber irgendwie ist er immer noch so eng. Du? Ich hab den schon. Du bist doch eine zarte Person. Wie hast du das geschafft? Der ist doch sehr schwer. Ja, der Sebastian an der Kamera hat mir geholfen. Ach so, das war nicht allein. Nein. Na gut, komm, wir gehen mal zu den Menschen. Grüß dich. Oh, servus, Onkel. Grüß dich, wer bist denn du? Ich bin der George Schabinere. Hey, George Schabinere, wo kommst du denn her? Schabinere, du, ich komme aus dem Landkreis Rosenheim. Rosenheim? Woher da genau? Aus Vogterei. Das machen wir nicht unbedingt kennen. Kenne ich nicht. Das Ding immer. Und heute noch zurück oder bleibst du im Inger? Du, ich möchte einen ganz schönen Gruß ausrichten. Das ist nicht die Antwort auf meine Frage, aber gerne. Schon, oder? Ja. Du, ich möchte einen schönen Gruß ausrichten an meine Frau, die Michaela, an meinen Buben, die Georg, und an meine Schwiegerleute, den Weißti und die Hilda Bamberger. Wie viel sind das jetzt? Wie viele Herzen brauchst du? Ja, zwei gewiss. Merke ich schon, gell? Aber dein Sohn heißt auch Georg. Das Feile. Georg Junior. Georg Junior. Aber ich muss sagen, ich war jetzt wirklich lang der Junge. Aber, ja, mein Gott, das muss man jetzt bitte sehen. Ja. Jetzt ist er der Senior. Schau, zwei Herzen. Gern. Schauen wir mal her. Grüß dich, wer bist du denn? Ich heiße Jürgen und ich bin aus dem Emsland. Mensch, Jürgen aus dem Emsland. Kennst du den Timo Michielsen? Kennst du den Timo Michielsen? Leider nein. Der ist doch bei uns von den Nachrichten. Der Timo Michielsen, der ist auch aus dem Emsland. Ich denke, man kennt da sich so untereinander. So untereinander, wir sind nicht so bevölkerungsreich, aber viele Leute kennen wir, aber ihn kenne ich nicht. Aber dich kenne ich, Alex. Mensch, das ist ja ein Ding. Ja, wir gucken nämlich regelmäßig, wir schauen regelmäßig eure Sendung und ich finde eure Live-Berichterstattung einfach wonderful. Das ist ja voll nice. Ist ja voll lieb, danke. Ja. Und jetzt sag mal, gucken die gerade alle zu oder sind die alle mit dir gekommen? Die schauen alle zu. Wir haben einige bei uns, aber wir haben auch einige, die zuschauen. Mensch, du brauchst ja ein Souvenir, hör mal. Aber unbedingt. Ich habe vier Damen zu Hause und die warten darauf. Ja, wir haben nur noch zwei Herzen da rumliegen. Herzen oder Brezen? Herzen, unbedingt. Ich habe vier Damen zu Hause. Komm, hier zwei Herzen haben wir noch. Haben wir noch. Hier die zwei, die bringst du mit. Die Dankeschön. Letzten Herzen. Alex, ihr macht eine wundervolle Sendung. Ich bin total stolz auf euch und ich freue mich, dass wir... Ich hoffe, dass wir so weitermachen. Dankeschön. Wir machen so weiter. Ich danke dir für den Besuch. Schöne Grüße an alle. Das war's mit Tag 5 und ihr erster Wahnsinn. Richtiger Tag. Mein erster richtiger Tag. Ich bin so Tag. Froh, dass du da bist. Ich das bin macht auch richtig so froh. Spaß. Ja, cheers ja. Mit euch. Also, mit dir. Bis morgen dann. Bis morgen. Und thank you very much. Servus, für euch.